denn? Ach Gott, oh Gott, da ist noch eine Ecke. Warte mal. So ist es, glaube ich, okay. So ist es, glaube ich, okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier auf meine Dingsda-Bumsda. So, Video-Preview. Hey, Cousin? Servus. Hey, ich sehe mich schon. Ich sehe mich ganz in Schwarz. Kannst du mich das sehen? Ja, meh. Aber bei mir hakelt's, bei mir ruckelt's, beziehungsweise es ist noch nicht das Gute. Die gute Vampi ist auch schon da. Vampi, sei gegrüßt. Du bist ja auch so ein bayerischer Hecht, gewor? Warte mal, ist das hier voll am Abruckeln? Das kann natürlich sein, dass das mit der Facecam zusammen nicht zusammenhängt. Dann werde ich die auf jeden Fall rausschmeißen. Ja. Sixtes. Hey, Crochet? Ja, alles gut. Ist alles noch schwarz, aber man sieht dich. Mich, aber ich hänge nicht, oder was? Du sitzt. Ja. Aber Nein, alles flüssig. es ruckelt nicht. Gut, dann machen wir das mal jetzt hier so. Und dann, Vampi, ich habe gerade gesehen, du hast mir gefollowt. Das finde ich sehr, sehr nett von dir. Sei mir gegrüßt. So, pass mal auf, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier. Wieso sehe ich denn aktuell nicht, wie viele Leute online sind? Das finde ich schon ein bisschen schade. Zim. Oder sehe ich das im Kinomod nicht? Kinomod würde ich gar nicht anmachen. Ne, wie kriege ich den denn wieder aus? Warte mal. Das ist nur der Chat. Ach, hier, Moment. Ah, so sehe ich. Warte mal. Aber ich sehe immer noch nicht, wer jetzt on oder wie viele Leute online sind. Wo sehe ich das denn nochmal? Moment. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Freunde? Ach, da sehe ich's. Okay, wir sind drei Zuschauer. Das heißt, der Krüger ist da, die Vampi dürfte da sein und ja, so sehe ich das alles. Cool. So. Wie ist der Sound? Ist der Sound okay? Ja, ist Ja? gut. Ja. Ist gut, dann machen wir jetzt mal hier. Zipti-wapti. Oh. What do we got here, man? So, ich muss jetzt ein bisschen nach links gelegentlich gucken. Ne? Da dürft ihr euch nichts bei denken. So. Boah. Was? Boah. Was, boah? Boah. Sag, boah, was ist boah? Klappe nicht da, Vampi, cool. Cheerio. Servus. Ah, ich sehe jetzt Oasis Springs. Das ist gut, stimmt's? Ja, das ist richtig. So, jetzt will ich aber nochmal ganz kurz. Okay, jetzt bei mir hängt der Stream am Laptop schon, da läuft er. Oh, so ein paar Mikro gleich. Wenn das wirklich stark ruckeln sollte, Regie, sag bitte Bescheid, dann nehme ich die Facecam raus, ja? Ja. Okay. Also bei mir alles gut. Alles gut, pass mal auf, dann machen wir jetzt mal. Huhu, ihr zwei. Vampi, ja, sei uns gegrüßt, ganz herzlich. Wir gehen jetzt mal in die Glitch-Familie. Hier seht ihr das Bild. Ne? Das in der Mitte ist der gute Cruget, den ihr gerade live am Mikro hört. Cruget, sag mal guten Yeah! Tag. Guten Tag! Guten Tag, Herr Cruget. Was geht? Was geht? Wir gehen links Ist daneben. schon stürmisch draußen? Ist schon, ne? Hier ist alles noch im grünen Bereich, finde ich so. Bei mir ist alles gut. Vampi, das ist cool. So, okay, pass mal auf, dann würde ich sagen. Hier sind die Bundys, ne? Die Bundys werden wir heute mal besuchen. Steht ja auch, glaube ich, im Dingsterbums. Jetzt will ich aber noch mal ganz kurz was probieren, Kollegen. Also ganz kurz was gucken, Freunde. Das heißt, ich bin jetzt mal ganz kurz raus da, raus da, raus da, raus da. So, Moment. So, genau. Die Folge heißt oder der Twitch-Stream heißt Besuch bei Al Bundy. Und genau das werden wir machen. Sag mal, Vampi, wie ist der Sound von den Sims? Kannst du die Musik gut hören? Weil ich höre hier aktuell mal wieder gar nichts. Krüger? Hast du den Ich Sims habe denn? der, ich mache den kurz an, den Sound. Ja. Also wenn ich den komplett aufdrehe, den Sound, Ja. dann höre ich was, aber ist jetzt nicht sehr laut. Das ist Das ist komisch, weil vielleicht ein bisschen zu leise. ich kann es aber nicht. Guck mal, ich gehe nochmal ganz kurz hier in die Optionen, weil das Ganze ist auf volle Lotte eingestellt. Und auch
Bei meinem OBS ist das volle Lotto. Hier Audio, zack, 100%, 100%, 100%, 100, 100, 100. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, woran das liegen könnte. Bei OBS, Einstellungen. Warte. Ich gehe mal ganz kurz nochmal auf OBS, Moment, auf Einstellungen. Und da ist Audio, Desktop-Verstärkung, okay. Mic-Verstärkung. Da habe ich 1 1 0. Ja, habe ich auch. Aber der Sound ist leise, ja? Lani, Liste, bisschen leise. Ja. Okay, Lani, danke dir. Wie kann ich hier bei den Desktop-Verstärkungen da mal einen draufballern? Pass mal, ich probiere das mal. Gehe ich mal auf 2. So, ist der Sound jetzt besser? Ist jetzt besser. Ist jetzt besser? Ist besser? Und, hörst du besser? Ja, ist ein bisschen lauter. Ja, ist gut. Ja. Laut genug? Genau, der Sound ist leise. Ja. Vampi, ist er jetzt besser Ja. geworden? Grüße meint ja. Spielsound war leise. Dich verstehen wir gut. Okay, Spielsound, Lenny, habe ich jetzt ein bisschen höher gestellt. Ist das okay so oder soll ich da versuchen, noch einen zu geben? Immer noch leise. Okay, dann probiere ich mal noch einen. Zim, zam, zum. Audio. Zim, zam, zum. Und nun ist der Sound jetzt besser? Immer noch leise. Was sagt der Profi? Herr Ist Grugier, gut. ist Ist gut? gut. Ist gut, ja. Okay, so, immer noch leise, sagt Vampi. Okay. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz bei den Glitches vorbei. Die spielen wir jetzt mal aktuell. So. Immer noch leise. Vampi, immer noch leise. Pass mal, wir gehen jetzt mal ganz kurz ins Spiel und dann gucken, ob es da eventuell ein bisschen lauter ist. Sonst muss ich da halt noch einen drauf geben. Ja, dieser Lanny Lannister, der ist auch ein riesengroßer Sims-Fan. Ja. Ja. So, aber jetzt ist der Sound bei mir ein bisschen lauter auf jeden Fall. So, und Der da. hat, glaube ich, auch alle Teile und alle Add-ons Echt? Pass und mal. DLCs. Ja. DLCs, das ist cool. Also, hier haben wir auf jeden Fall den guten Cousin, den ihr gerade am Mikro hört. Sag guten Tag, Cousin. Guten Tag, Budget. Tag, das ist die gute Bunny. Jetzt passt das, Vampi. Das ist ja super. Pass mal auf. Das ist die gute Bunny. Und hier sitzt auf dem Klone, wie gehabt, ne? Speakin 45. Ne? Ich gehe mal auf Play. Guten Tag hier. So. Und was war letztes Mal passiert, Crochet? Du kannst mal ganz kurz ein paar rückwirkende Dinge sagen. Ja, du hast, glaube ich, immer erzählt, dass du zur Arbeit gehen wolltest, aber da tat sich ein wenig. Ja, ich bin gegangen. Und was war mit dir und Bunny? Da war gar nichts. Aber da war sowas Da von war nichts. gar nichts. Nein, Also, nein, da nein, haben nein. die Betten gefedert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, gut. Ja, Ja. es passt. Super, das ist doch cool. Ja, also der gute Cruzet und das nette Bunny-Kind. Ne, wo sehen wir sie jetzt? Da ist sie, ne? Steht Die vor den liegt da, Augen. wo sie hingehört, und zwar im Bett. Und voll am Stinken. Pass mal auf, Bunny-Kind. Ja, bläht erstmal einen ab, das ist eine coole Sache. Pass mal auf, dann würde ich sagen, nimm doch mal eine dampfende Dusche. Was hältst du davon? Mit den coolen Bunny-Socken, ne? Deswegen hat sie auch den Namen, ne? Und Cruzet ist sich natürlich hier was am Brutzeln, ne? Was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? Aber sag mal ehrlich, Gemüse, Salat, wie es sich gehört. aber Krüschel, du bist doch kein Salatesser, oder doch? Nur. Nur? Ja. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Pass Ja, mal, gut. wie kriege ich denn hier nochmal die Wände runter, verdammte Kacke? Moment, wie war das nochmal mit den Wänden? Aktuell zentrieren. Ach, ich glaube hier oben irgendwo, ne? Pass mal auf, hier, was ist das? Welten verwalten, Baumodus. Galerie öffnen. Querschnitt. Okay, ich glaube, wir lassen die Dings mal runter, ne? Was hältst du davon? Ja. So. Okay. Ja, Spielkind ist am Pennen, der Heckenpenner, ne? Und deswegen nennt man ihn Heckenpenner. Hat ja auch 2 Stunden gearbeitet, da muss er erstmal zwei Tage lang im Bett So, liegen. bei dir ist aber die Energie ein bisschen mau, Herr Krüger. Was machen wir da? Das kann nicht sein. Guck hier, da ist rot. Ich kann's dir, ich gehe jetzt mit der Maus drüber. Oh, das Radio ist kaputt, sehe ich gerade. Da kommt wer angejoggt. Guten Tag, Frau Joggerin. Jetzt bist du da wieder am Smartphone. Hast gesehen, wie niedrig deine Energie ist, Kollege? Ja, was soll ich denn machen? Sollen wir dich pennen schicken? Die Figur beim Taliban passt. Was? Beim Pali? Bei,
Taliban? Ja, er meint hier vom einzigen Mann in der WG Ach da. so, der hier. Ich Ja. zeige mal den einzigen Mann gerade hier in Großaufnahme. Schau doch mal in die Kamera. Hey, Cousin. Alter. So, jetzt schleppt er sich ins Bett. Cousin, du schleppst dich hier voll ab, bist ja voll am Abschleppen. Bunnykind, sag mal, Süße, was ist mit dir eigentlich los hier? Hunger, pass mal auf, was hältst du denn davon, wenn du hier mal ein bisschen frühstückst? So, Eier und Toast, Wieso joggen die eigentlich alle da draußen? das Was ist sind denn da alles, das los? sind alles Verrückte. Das sind alles irgendwie, wie soll ich sagen, Jogverrückte. So, Moment, hier. Da, ein Jogger, ne? Der ist aber müde, ne? Das ist, wie heißt der Knabe? Daniel Pauls. Das sind die, gut, die muss auch ein bisschen joggen, weil die ist ein bisschen, sagen wir mal, ne? Ah, Gemütlich. Zul, genau, gemütlich und so weiter. So, okay, so. Bunny, mein Schatz, bist du jetzt. Oh, letztes Mal hatten wir noch ein Feuer, erinnerst du dich? Ja, da stand, endlich hatte ich mal Feuer unterm Ja, Arsch. aber im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr das nicht gesehen haben sollte, ne, ist auf meinem YouTube-Kanal verlinkt, ne, da ist, steht das drauf und da seht ihr Krüger in Flammen, wie er brennt und lodert. Was machst du Ja. jetzt hier, Alter? Du bist hier nur am Abnickern. Ja, lass ihn nickern. So, was ist hier mit Bonnies Arbeit? Wann müssen die das nächste Mal los? Warte mal, was sehe ich hier? Die muss arbeiten in. Oh, 3 Tage hat sie Zeit. Was muss sie machen? Sie muss Logikfähigkeit Level 2 erreichen und Charismafähigkeit Level 2. Ja, so ein Quatsch musst du hier machen bei den Sims 4. Das ist alles ein bisschen albern, aber ja nun. Was willst du machen? Jetzt haut sie sich erstmal was in den Kopf. Irgendwelche Eier habe ich hier, ne? Machen lassen, ne? Aber ist so ein schönes Kind, ne? Hallo? Herr Krüger. Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu viel Tattoos, aber Ja. mein Gott, mein Gott. Vielleicht gibt es ja bald den Tattoo-Erfinder. Was haben wir denn hier eigentlich? Serienromantiker. Hab einen Freund oder eine Freundin. Aha. Jo. Das kommt vor. So, wir werden auf jeden Fall Was ist heute. mit dem Radio? Ist das noch kaputt? Ist noch kaputt, aber ich weiß nicht, ob Bunny das reparieren kann, weil. Die kriegt eventuell sonst voll eingezwirbelt. Aber jetzt ist sie noch erst am Essen. Also wir können ja mal probieren, ob sie das reparieren kann. Aber es kann sein, dass sie bei drauf geht. Ne? Das ist also. Nein, ja gut. Wie ja gut. Ja, ist ein Radio. Ja, nicht das Radio, sondern die gute Bunny. Sollen wir es riskieren? Ja. Aha. Kann Ja, ja auch mal du. ein bisschen nützlich machen im Haushalt. Die schleppt das meiste Geld in diesem Haushalt an, Alter. Pass mal auf, reparier das mal. Wir testen das mal. Okay, sie räumt natürlich brav aus. Auch weil sie eine brave Maid ist, ne? Okay. Und wenn sie gespült hat, dann begibt sie sich an den lebensgefährlichen Job, ne, und repariert den Radio. Dem. Den. Was? Dem. Die Radio. Ja, sieht aber gar nicht schlecht aus. Es bücke sich, dass die am Funkeln ist. Das ist ja unglaublich immer. So, jetzt kommt's. Ja, wie gesagt, in Sims 2, da kommst du. Okay, in Sims 2 sind mir da reihenweise Sims und Verreckten beim Reparieren. Stromschlag und tschüss, stand der Sensenmann daneben. Ohne Scheiß, Alter. Ne? Kennt der Sensenmann gar nichts, ey. So, was geht im Chat ab, ey? Alles easy? Freunde, geht's euch gut? Qualität und Sound okay soweit? Aha. Hast gesehen, wie das hier am Funkeln ist, Alter? Ja, Levelaufstieg. ja. Okay, also sie hat auf jeden Fall einen Levelaufstieg. Wie fit bist du denn, Kollege? Okay, der Fallapfel. Bist du eigentlich immer noch in der Tonne? Ich glaube schon, ne? Was anderes kann ich ja nicht, hast du ja letztes Mal gesagt. Frieda, was das flucht denn der Krüger jetzt hier rum, Alter? Wo bist denn das schon wieder? Auf welchen Pornoseiten? Bist du was am Hätten? In Foren prophezeien. Ja, du bist am Prophezeien. Das ist natürlich typisch, ne? Ja. Du kennst man ihn. Ja. Alles gut, sagt Wimpy. Das ist super. Lass ihn machen. Lass ihn das machen. Jetzt macht die. Okay, pass mal auf. Bunny, mein Schatz, du wirst jetzt hier mal ganz kurz Teile plündern. Und dann kannst du den Scheiß auch wegschmeißen, glaube ich. Na, flumm. Wegwerfen. Na, Krüger hat hier leicht eine Störung. Irgendwie ist hier vor am Abschimpfen. Gucken die an, da wie er am Prophezeien ist hier. Was schreibst du denn Wie er da? da sitzt und versagt. Genau, wie er da sitzt und versagt. Hier, liest dir mal durch, ey. Was schreibst du denn da für einen Scheiß?
So, pass mal auf, wir legen dich jetzt mal ganz kurz pennen, mein Freund, weil du hast heute die ehrenvolle Aufgabe, die Familie Bundy zu besuchen. Die haben wir ja auch, Ach, ne? Du Scheiße. Ja, du wirst El Bundy kennenlernen, eine Legende, mon ami. Eine Legende, während hier die gute Bunny was am Abdrücken ist, ne? Kind? Pfui. Wie pfui? Das kannst du so nicht sagen, Kollege. So geht das nicht, ne? Wann stehst du eigentlich mal auf? Ja, aktuell mache ich da noch keine Anstaltung. Bis mal, irgendwann habe ich Hunger, damit das irgendwie. Meine Energie ist noch nicht ganz voll. Du bist jetzt aber auch hier was am Abknecken. Du brauchst ja noch ein bisschen Energie, ne? Und das gute Bunny-Kind ist aber aktuell, ne? Jetzt hat sie das Scheißhaus geschrottet, verdammte Kacke. Oh, schau wieder, wie beim letzten Mal. Ja, da musst du auch direkt ran, musst du sofort ran. Bunny-Kind hier reparieren. Reparieren. Tralalalalalala. Ja, mit der Rohrzange auf der Klobrille. So ist es vernünftig, Kind. So muss das sein. So, Krigé, ne? Pennt den Schlaf der Gerechten. Alter, du sprichst im Schlaf. Ja, klar. Du bist ja vor, was erzählst du denn so? Ja, wie der Tag so war. Und wie war er? Geht. Geht? Hatte schon schlechtigere. Schlechtigere? Schlechtere. Schlechtere. Rettetetetete. Hat er gerettetetete. Und hier, das Spielkind pennt aber noch immer fleißig vor sich hin. Lass mal. Wie ist denn hier Spielkind? Musst du ja denn eventuell heute arbeiten? In 7 Stunden, ja? Der muss heute wieder schackern. Okay. Wer? Das Spielkind. Ja, im Leben nicht. Ja, doch. So, Vampi schreibt, du musst mal ein besseres Klo kaufen. Ja, können wir machen. Allerdings, ne? So, Kit, pass mal auf hier, Kollege. Du wirst jetzt erstmal ganz kurz hier was zu essen fabrizieren. So. Caterer engagieren, ne? Das lassen wir erstmal Brunch servieren. Servier mal einen Brunch. Was hältst du von Speck, Salat, Tomatensandwich oder Eier und Toast? Wonach wäre die, Herr Krüger? Eiertoast. Eiertoast, kriegen wir hin? Ja. Zimdi-wamdi. So. Kit ist ein bisschen unentspannt. Warum ist der ein bisschen unentspannt? Hm? Wer ist unentspannt? Ich. Wahrscheinlich, weil ich Hunger habe. Er ballert hier die Kühlschranktür zu. Das ist ja unglaublich. So, ab in eine Oh! Folge. Er lebt ja tatsächlich. Er lebt, er lebt, er lebt. Oh, Snorke. What? Alter, was bist du hier am Abmeckern, Kollege? Alter, wenn du jetzt hier Feuer veranstaltest, dann bin ich aber sauer, ey. Oh, wo ist Bunny denn? Kind, was machst denn du da draußen? Süße? Hallo? Aha. Hallo? Okay. So, Mike ist noch am Pennen, das ist gut hier, das Kit. Alter, das würde ich doch im Leben nicht essen, das ist ja unglaublich. Aha. Der arme Kühlschrank, ja, ein Swampy, da hast du wohl recht. Besseres Klo kaufen, nur, der lässt ja die Gewürze in die Falle plumpsen, in die Pfanne plumpsen. Mann, 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 Mann. Ja, ja, Musiker, Anführungszeichen. Anführungszeichen? Aber auf jeden Fall habe ich eine Massenkombination gemacht. Das ist schon mal eine coole Sache. So, pass mal auf. Bunny, mein Schatz, du wirst jetzt hier mal ein bisschen auffischen. Was hältst du davon? Wo steckt die eigentlich gerade? Sitzt da faul auf der Parkbank rum? Okay. Ja gut, sie hat frei, ne? Ich meine, sie verdient bei uns tatsächlich das meiste Geld, das muss man so sagen. Ne? Echt? Ja. Was macht denn die überhaupt? Die ist Geheimagentin. Ich darf's ja nicht sagen. Ja, das jetzt ist es raus. Das ist, ich konnte Scheiße. Es ist so, es war schwupps einfach ja. Da. Russ war schwupps einfach da, Ray. Hast du schon mal eine Folge Ghostbusters mittlerweile geguckt? Ja. Und wie findest du das von der Grafik so geil? Das ist oder? Super. Du bist und bleibst eine alte Bazille, ey. Noch nicht eine einzige da gesehen. Ey. Doch. Ja, hab ich gesehen. Welche denn? Welche denn? Welche denn? Da, wo man den Geist einfangen muss. Ach so, das ist natürlich das habe ich auch gesehen. In so einem Gerichtssaal, kann das sein? Nein, in der Bibliothek, ja. Ja, oder? Beides von denen noch nicht gesehen. Gerichtssaal war im Film, Kollege. Hast du versucht, den Film zu retten und bla bla. Ist das El Bundy, der hier kommt? Moment, ganz kurz mal schauen. Ist das El? Nein, das ist er nicht. Okay, aber die Bundys werden wir gleich besuchen. Ne? Was hältst du davon? So eine gute Sache. Ich freue mich. Ich freue mich. Das klingt nicht so wirklich begeisternd. Ja, ich freue mich. Ja, das ist gut. Weißt du, was der
was der Herr Dingsterbums da und der Bayer mir gesagt hat. Ich könnt gar kein Bayerisch, sagt er. Wer sagt das? Hier unser Kollege. Weißt du, was ist der hier am Springen? Der macht hier voll die. Bunny, was machst denn du denn da? Hallo? Aha. Ja, moi, das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Ach, der Bayerische ist noch nicht schlecht. Ja, der Dings, der Herr N-Punkt, der sagt irgendwie, er kommt ja aus München und ich würde das gar nicht gönnen, hat er gesagt. So, was macht denn das Spiel jetzt hier? Was macht da, ist er irgendwie. Auch am Pfuch, alle hier am Provozieren. Was ist das für ein radikaler Haufen hier? Pass mal auf, du wirst jetzt hier einmal eine Runde zur Inspiration zupfen. Machen wir mal. Was bist denn du für ein Kleiner, Alter? Du siehst irgendwie aus wie ein Alien. Nee, bist du aber gar nicht. Okay. Oh yeah, wir spielen hier den Wolf. Und die Bunny hört gespannt zu. Na gut. So, was sagt denn die Fittigkeit des Krugers? Okay, der ist relativ fit. Wir haben es jetzt. Ja. Sehe ich da irgendwo den Spiel eine Uhrzeit? Moment. 13:58 ist Samstag. Pass mal auf, Krugier. Du wirst jetzt hier mal eine Portion dir nehmen. Ein Gericht nehmen. Ne? Stehst du auch für auf, Kollege, ne? Findest du gut? Ja. Was hat er hier? Da hat er bei jemandem Luft machen. Okay, du bist anscheinend ein bisschen schlecht drauf. Du willst ja Dicke? du willst hier Luft machen, ne? Ja, dann unten hier auch den Klampfenspieler daran. Okay, das machen wir dann gleich mal. Das nervt, ne? Ein bisschen pennen und da meint einer. Ja, aber das ist ja im ganz anderen Zimmer, hast du ja nichts von gehört, das ist eine normale Was habe ich denn eigentlich für eine tolle Hose an, sag mal. Das ist deine Schlafhose. Echt? Die passt doch. Ja, die passt, aber. Da Dann kommt muss Bud man das mal Bundy! schlecht. Da kommt Bud Bundy! Ich werd verrückt! Ey, pass mal auf, Bunny, du holst jetzt mal Bud Bundy! Ey, Bud Bundy, cool! Lustig vorstellen! Mann, Bud Bundy! Aha. Das heißt, wir wollten die Bundys besuchen oder kommen die zu uns? Jawohl, cool, ist immer. Hi, Batman, Freund. Na, hast du so eine geile Torte schon mal gesehen? Denk doch sofort an Pommes, ey, ist unglaublich. Aha. Lustiges Gespräch. Bud Bundy. Das finde ich ja krass, dass hier die selbst erstellten Sims hier auftauchen. Das Problem ist, ich habe in dem Bundy Let's Player sind ja auch die Nachbarn. Das ist auch das Originalhaus drin, was ich jetzt hier nicht drin habe. Aber da Ja. ist jetzt auch Jefferson und Marcy Darcy. Die sind natürlich jetzt hier leider nicht mit dabei. Was eigentlich sehr schade ist. Der Falli ruft an. Okay, Falli, was willst du? Ja, komm vorbei. Klar, mach das. Der Fanny, ne? Was ist ja Vampy Sims? Lass den N reden. Nicht jeder in München wohnt, kann sich Bayer schimpfen. Ja, Vampy, du hast schon recht. Aber dieser Bayer hat gesagt, ich hätte es gar nicht drauf mit dem Bayerischen. Ne? So, pass mal auf. Ist der Bunny jetzt drin? Da ist Falli. Boah, jetzt wird es ja richtig voll. Falli, ihr wolltet eventuell auch noch vorbeischauen hier im Wer ist denn Stream. Falli? Falli ist auch ein YouTube-Kollege von mir. Hat auch Sims gemacht und hat hier entsprechend auch schon gestreamt und wir sind da schon irgendwie, ne? Gute Freunde, wie man sieht, ne? So, wo ist denn der Patrick? Pass mal auf, Der Freund, ey. Du holst jetzt mal den Bud Bundy. Wieso steht hier so alle im Flur rum, Freunde? Das ist albern. Ja. Falli, mein Freund, ne? Ich weiß nicht, bist du gerade eventuell hier online, Falli? Wenn du das sehen sein solltest, auf jeden Fall, ne? Falli, wir haben dich hier auf jeden Fall mal wieder getroffen. So. Bla bla bla. Oh, du bist hier gerade mit dem Dings am Fetzen, Alter. Bitten zu gehen. Behaupten, kriminelles Supergehen zu sein. Alter, willst du ein kriminelles Supergehen werden? Oder willst du ihn anbrüllen, Bud Bundy? Was willst du mit Bud Bundy machen, Kollege? Anbrüllen. Anbrüllen, okay. Da kommt der gute Ozzy Lee ist auch da. Das ist auch ein YouTuber. Der macht auch Eurotruck-Simulator. Oh, da habe ich auch nur Gutes von gehört. Ja, der macht auch vor allen Dingen jetzt. Hast du das schon mal gesehen? Es ist ja auch American Truck Simulator rausgekommen. Jo, jetzt vor ein paar Tagen, ne? Ja, am 3. genau. Und ich habe es mir angeguckt, ist gar nicht schlecht. Hat ein paar ganz coole neue Features, aber. Aber immer noch kein Multiplayer. Ja, im Eurotruck gibt es ja einen Multiplayer. Ja, aber keinen offiziellen, ne? Keinen offiziellen, das ist wohl wahr, ja.
Dag, Dag. Okay, pass mal auf. Krüger, so ein Widderchen erstmal zu den Bundys schicken. Aber jetzt haben wir natürlich gerade so einen Einlauf hier. Das Bunny-Kind ist was am Pennen, ne? Wieso stehe ich eigentlich mit meinen Schlafsachen vorm Haus? Und wieso gehen wir nicht rein? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das frage ich mich auch gerade, aber ich weiß es nicht. Pass mal auf, Kid. Was ist mit dir? Du musst ja auch gleich arbeiten, ne? Pass mal auf, du kannst ja jetzt hier nochmal ein bisschen Gitarristen, Inventar, Lied spielen. Spiel mal einen Blues. Oh, Krüger, jetzt hast du dich angezogen. Das ist ja eine coole Sache. Aha. Oha, heute geht das ganz schön zu bei euch im Haus. Ja, Vampy, das ist wohl richtig. Also hier eine. Oh, das Kind hat sich angezogen. Wieso musst du arbeiten? Musst du arbeiten, ganz kurz gucken. Okay, er muss arbeiten. Kid geht arbeiten. Ja, dann geh, du Penner. Ciao. Ozzy Lee geht auch wieder. Okay, dann steht jetzt hier der Krüger mit dem Fally und Bud Bundy geht es rein. Oh, Fally haut auch wieder ab. Ja, okay. So, Krüger freut sich, weil er am Computer sitzt, ne? Mhm. Ja, findest du gut, ne? Ja. Ja, das ist leider ein bisschen schade, dass wir das original Bundy-Haus jetzt nicht drin haben, aber ne, die Bundy-Sippe reicht ja schon, ne? Hattest du das im Dreier? Bitte? Sims 3? Im nee. Sims 3 hattest du das? Sims 4, aber in der anderen, ich habe ja zwei Spielstände. Ich habe einen jetzt hier, ne, die Glitches und einen mit die Bundys, ne? Und die Bundy-Familie habe ich nur reingeballert hier in diesem Spiel, ohne das Haus, weil ich habe auch das original Alter, ihr seid ja voll was am Abknutschen. Naja. Ey, Alter. Player halt, ne? Ja, du bist hier voll gut angesagt bei Bunny. Was ja, mal das müssen wir gleich mal ein bisschen aufwischen. Ja. Geht einiges. Ein Kuss hauchen. Okay. Und Bunny, da kommt der Fally schon wieder. Ja, pass mal auf. Wir machen jetzt nochmal. Was machen wir denn? Ein Techtelmechtel, sollen wir nochmal, bevor wir die Bunnies klar machen, nochmal irgendwie eine Runde in die Betten? Ja, das entspannt. Okay, das entspannt. Also, dann machen wir das. Dann bist du auch ganz locker und entspannt, wenn du dann die Bunnies besuchst, ne? Hier ist der gute Fally. Da, Bud Bundy ist ja auch schon da, insofern. Ja, ist halt schade, dass man bei den Sims die Größe nicht ändern kann, weil Bud ja doch ein bisschen kleiner ist. Aber ja, nun. Oh, was kommt jetzt? Geht das jetzt hier in die Sache? Moment. Okay, ich glaube, Bunny ist dem nicht abgeneigt. Sie hat sich auf jeden Fall sehr, sehr froh gezeigt. Und das bedeutet, meine lieben Leute, das faktuelle Sportstudio mal wieder. Das faktuelle Sportstudio. Ja, die Kontrahenten liegen gut im. Ja, das ist auf jeden Fall. Das sind amtliche Noten, die ich hier verteilen könnte. Ne? Also Parkour und ne? Parkour und wie das hier ganze Scheiß so heißt. Ne? Und das mit den Hosen. Eine tobende Meute. Es war keine gute Idee, seiner Comedy-Show zu beginnen. Das Publikum wird unruhig und er verliert schnell die Kontrolle. Er kann entweder schreien, um Aufmerksamkeit oder die Show abbrechen. Wir schreien mal eine Runde, mal gucken, was passiert. So. Ah, egal. So, ihr seid auf jeden Fall jetzt hier, ne, gut dabei. Die Bettdecke fliegt und flattert, ne? Hast du es schon gesehen? Aber hallo, techteln, wenn Besuch da ist. Ja, Vampy, das ist halt die Glitch-WG. Ne, da sitzen Bud und der gute Falapfel, ne? Die sitzen da auch. Schön, und wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Das ist ja. Budrick geht nach Hause, dann. Ne? Gut, den gehen wir auch gleich noch besuchen, ne? Coole Sache da. So, Krüger, ne? Fertig, ne? Machst du auch fleißig das Bett. Bist sehr entspannt, muss man sagen. Ja. Was geht's jetzt zu schnell? Lass mal ganz kurz gucken, was machst du denn jetzt? Ne, wäscht sich die Hände. Oh, ein fleißiger kleiner Bruder hier, ne? Was mit der guten Süßen? Die Süße pennt. Ja. Du scheinst auf jeden Fall gut drauf zu sein. Die muss auf jeden Fall jetzt erstmal 2 Tage pausieren. Ja, meinst du, da ist jetzt nichts mehr drin aktuell, ja? Da ist gar nichts. Ja? Ja, du bist auf jeden Fall jetzt hier was mit Fally anquatschen. Jetzt winken sie beide. Wen winken sie da? Ach so, Fally geht nach Hause. Okay. Naja, ich meine, das kommt vor. Bunny in der Sitzung. So, Krüger, was machen wir? Ja, duschen und ab. Duschen willst du auch noch? Ja. Hast du eigentlich aktuell nicht nötig, ja gut. Obwohl ich gehe zu den Bunnies, ne, ist ja eigentlich drauf geschissen. Ja, eigentlich schon, ne, pass mal auf, dann würde ich sagen.
Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil ich die Sims 4 nicht so wirklich kenne, wie das nochmal funktioniert, wie ich dann da jetzt irgendwie hinkomme. Muss ich da, glaube ich, das Stadtdings anklicken oder was? Ne, warte mal. Simulogie. Du gehst auf jeden Fall spazieren, das finde ich gut. Ich gehe mal mit. Aha. Wie kann ich denn nochmal hier irgendwo hingehen? Moment. Ah, okay, ich muss hochscrollen. Hier sind die Bunnies. Die Bunnies sind, glaube ich, gleich neben uns. Hier hinreisen. Mit. Ne, geh mal ruhig alleine. So, ich weiß es gar nicht, ob wir jetzt bei den Bunnies da richtig waren. Sonst müssen wir gerne mal gucken, dass wir irgendwie im anderen Modus das irgendwie checkern. So, meine lieben Leute, die L-Bundys, also die Bundys, ne, ich habe sie irgendwann hergestellt. Und wir haben hier leider nicht das Originalhaus. Aber hier sehen wir L und Pack Bundy. Alter, was machst denn du da? So, pass mal auf, du wirst dich jetzt mal dem großen Meister L Bundy vorstellen. So, lustig vorstellen. Ne? Und Pack, die machen wir dann danach klar. Aber da. Na, du alter Schuhverkäufer, ne? So, pass mal auf, was machen wir jetzt mit Bundy? So, über Interessen reden, dann quatsch mal, ne? Und Krüger, siehst du den guten Bundy schon? Ja. Und die gute Pack auch, wa? Jo. Aber die wohnen ganz nett hier eigentlich, ne? Pass mal auf. Die haben so einen edlen Ja, Baucontainer. ein bisschen zu spießig, ne, mit den Gartenzwergen. Ja, gut, ich meine, es ist. Da steht da, der alte Schuhverkäufer, ne? Kein Mitleid mit El Bundy. So. Sieht mehr aus wie so ein Trailer, ne, wo die wohnen. Ja, das ist ein Trailer. Das ist auf jeden Fall, weil ich glaube, das Haus nicht reingeballert. Das ist auf jeden Fall Peck. Dann stell dich mal Peck vor hier, ne? Lustig vorstellen. Hi, ich bin Krüger, ne? Ne. Bud hatten wir eben schon bei uns zu Hause, ne? Da kommt auch der stinkende Schuhverkäufer. Jetzt sitzen sie alle bei den Bundys. Ja, es ist halt schade, dass wir jetzt hier in einem Trailer sind und nicht im Originalhaus, denn es hat irgendwer ein super geiles Bundy-Haus gebastelt. Das kann man sich auch runterladen. Das ist echt im Original so täuschend echt nachempfunden. Das ist echt amtlich, muss man sagen. Ich werde auch vielleicht irgendwann mal im nächsten Stream die Bundys dann let's playen, nicht die Glitchies. Hier sehen wir sie schon mal. So sehen sie auf jeden Fall aus. Ellen scheint so ein bisschen Pipi-Bedürfnisse zu haben. Weiß es nicht, ne? Miss Flower, wie heißt es? Miss Funny Cow, ich grüße dich. So, okay. Also auf jeden Fall hier eine Al Bundy, Peggy Bundy und der gute Bud, die gute Kelly ist wahrscheinlich gar nicht zu Hause, ne? Ich glaube, da vorne rennt sie. Okay. Was mache ich jetzt mit den Bundys? Sag mal, Krüger, was willst du mit den Bundys machen? Ja. Wieso haben die eigentlich alle zu Hause einen Mikrofonständer? Ja, das soll hier so ein bisschen die Comedy-Schiene darstellen. Na, wolltest du mal ein paar Witze reißen? Pass mal, wir können es mal machen. Klar. Pass mal auf, Komiker, Auftritt. Jetzt gibt es mal einen Auftritt, ne? Kurzer Auftritt, okay. So. Komm, Krüger, ne? Du wirst jetzt hier mal die Bundys unterhalten, ne? Doug, ich meine, das wäre Kelly hier vorne, ne? Ah, vielleicht kommt sie ja gleich wieder. Mojay! Er holt sich mit Sicherheit das Mikro wieder vor die Fresse. Ja. Bitte einmal hier, hört dem guten Mann zu, da kommt Kelly. Ist Kelly. Wir gucken mal ganz kurz auf Kelly Bundy. So, mein Schatz, komm mal her. Da ist sie, ne? Leib und in Farbe. Die ist mir auch ganz gut gelungen, finde ich. Die gute Kelly, die sieht schon sehr echt aus. Oh Gott. Aha. Da kommt Miss Kelly Bundy. Okay, Tag Blondie. Aha. So, Roger, mach noch einen Auftritt. Machst du wohl zu einem machen? Oder wohl zu Kelly einen Klar. machen? Nee, irgendwann ist aber mal gut. Ich bin keine Maschine. Das war mir neu. Okay, aber gut. Pass mal auf. Du machst ja auf jeden Fall erstmal die Faxen, ne? Das kann ich. Das kannst du, ja, das kann er, ne? Oh Gott, diese Steuerung muss ich immer noch mal umstellen. Hoppdiwoppdi. Wie findest du Kelly? Die sieht ja ganz gut aus, ne? Ja, ich hab. Geh mal dann heran. Warte, ich probier das mal. Das gute Kind. Oh Gott, ich komme gerade mit der Steuerung gar nicht zurecht. So, Moment. So, jetzt versuche ich sie mal. Näher komme ich, glaube ich, gar nicht ran. Doch, da. Jetzt sitzt sie und schimpft mit L. L steht auf.
Wir müssen ja irgendwann nochmal ein Bunny-Let's Play machen, wo wir halt entsprechend die guten Eltern auch zum Sportler machen. Ne, was er in der Serie nie geschafft hat, ne, hier wird er bei uns auf jeden Fall ein Star, der gute Mr. L. Bunny. Ja, Kelly ist gelungen, ja. Kelly ist gut, ne? Ja. Bud ging halt nicht besser, beziehungsweise auch den guten L habe ich auch nicht so ganz geil hingekriegt. Ich finde Kelly und Peggy sind echt am besten. Ja, wenn die Peggy jetzt noch ein bisschen älter aussehen würde. Ja, das habe ich irgendwie nicht gemacht, weil das Spiel nicht. So, Spielkind ist nach Hause gekommen, okay? Er ist befördert, er ist jetzt ein C-Promi. Okay, Alter. Wer? Spielkind 45 ist ein C-Promi geworden. Vom Pennen oder was? Nee, der hat schon irgendwie, ne? Du hast gerade 75 Simoleons mit deinem Auftritt verdient. Wer der gute, Vampy, wer hat das verdient? Der gute Creuset oder ich jetzt gerade als C-Promi? Ich natürlich. Machst doch nichts. Alter, wir haben einen Bonus von 541 Pfeifen erhalten, weil ich befördert wurde. Wie findest du das? Wir haben 2500 Pfeifen auf der Uhr. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Was verdient hier denn hier der immer schlafende Spielkind? Ja, habe ich doch gerade gesagt, 541 Euro Bonus haben wir gekriegt. Wir kriegen jetzt aktuell. Komme ich jetzt nicht dran, weil der nicht da ist, beziehungsweise... Haust du gerade ab, Alter? Ja, du holst dir jetzt mal... Kackendreist hier erstmal einen Drink, so ist richtig. Was war das, ein Kaffee? Genau. Roger braucht erstmal einen Kaffee, sonst läuft da gar nichts, ne? Ja, hier sind die beiden, ne? Peck und Kelly Bundy, ne? Ja, das war für Peggy irgendwie die beste Frisur. Die hat normalerweise diese Topf-Hochfrisur, ne? Aber die gab's leider nicht, ne? Glückwunsch zur Beförderung. Danke. Oh, ich bin schon wieder raus hier. Entschuldigung. Na, Cousin hat aber Spaß bei den Bunnies, ne? Ja, das war auch mein Niveau. Echt? Das ist dein Niveau? Ja, total. Jetzt bin ich aber, ne, schockiert. Ja, ich muss das echt nochmal gucken, dass ich irgendwie, dass ich die Bunnies nochmal auch in dem Haus zeige, ne? Weil das ist einfach so geil, das Haus. Und dann muss man sagen, das ist echt ein Highlight, ne? So, Roger, sollen wir nach Hause gehen? Ja, ist dunkel geworden, ne? Okay, hast Angst im Dunkeln, ne? Bist du mal ein Schickchen? Ja. Ne, weil sonst wird es ein bisschen gefährlich, ne? Also, gibt ja auch viele Räuber da in, ne? In, wie war das? Oasis Springs oder wie hieß das? Kaff, ja, ne? Ich glaube wohl, ne? Ja. Nur, dass er den nicht verfügt. Ach so, kann ich folgen. Okay, mit Linksklick. Gut, gut. Dann folgen wir jetzt mal. Ich bin der Creuset und ich bin voll okay. Ich bin der Creuset und ich bin voll okay. Mit Sing! Ich bin der Creuset und ich bin voll okay. Sing mit, Alter. Du bist hier voll am Ablaufen. Ich bin, hallo Baby. Guckt er sich auch ganz dezent um. Ich bin der Creuset und ich bin voll okay. Kannst du mir vielleicht einen anderen Gang geben? Ich glaube, im Nachhinein kann man das, glaube ich, gar nicht ändern. Müssen einfach immer cool, wir sind fast Nachbarn von den Bunnies. Ich weiß nicht mal, ich sag mal echt mal, Krüger hat die verdient, sagt sie hier. Beförderung, okay. Aha. Ja, durch meinen Level 5 Aufstieg. Ah, coole Sau. Ja, das, ich weiß nicht. Bisschen mehr drauf achten, ne? Okay. Weiß denn einer von den Sims-Fans, die hier anwesend sind, wie man eventuell den Gang im Nachhinein für den Krüger ändern kann? Geht das überhaupt? Vampy, weißt du das zufällig? Aha. Okay. Ja, du hast auf jeden Fall ganz gute Laune, ne? Wie weiß ich nicht, ob man den ändern kann, den Gang. Okay, das Spiegel ist natürlich im Fernsehen gucken. Der Creuset räumt auf. Ich glaub's ja nicht. Ja, er macht alles. Ist ja eine echte Maschine. Sag mal, Bunny, hast du hier gerade gekotzt? Oder habe ich da was falsch gesehen? Siehst du, du bist doch nicht schwanger. Hat der Krüger dich... Nein, das hätte ich ja anklicken müssen, glaube ich, ne? Nur Krüger ist erstmal ein Abseilen, während Bunny im Spiegel sich betrachtet. So, Kit, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken, was seine nächsten Aufgaben sind. Bei der Arbeit, was muss er machen? Erreiche Level 2 der Gitarrenfähigkeit. Okay, machen wir mal. Wie fit bist du noch, Kollege? Du bist auf jeden Fall noch fit. Dann würde ich sagen, jetzt hier mal... Spiel mal eine Runde, üb mal ein bisschen. Roger, Kollege, was macht ihr jetzt hier? Oh nee. Hände waschen? Ah, so. Aha.
So, wie viel, sehe ich denn irgendwo, wie viel Spielkind schon an Level hat? Wo sehe ich das denn nochmal? Fähigkeiten, da. Gitarre hat er schon 5. Oh, okay, das sollte funktionieren. Deswegen sind wir so schnell befördert worden, weil der schon 5 hat, ne? So, nicht frech werden, Herr Lannister. Was war mit Lannister? Ja, hier, der pöbelt hier rum. Der Gang passt schon. Ach so, weil er seinen Gang dir passend gesprochen hat. Ja, okay. Das kann passieren, das kommt vor, ne? Aber weiß das einer, wie ich den kann ich den verändern, den Gang? Laura Lauri 12YJQ, sei gegrüßt, hallo! Oh, Krüger, du brennst aber echt vor Liebe hier mit Baron. Das ist aber ganz schlimm, das ist ja. Kommen wir aus der Nummer wieder raus? Hüft. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Ich habe jetzt gerade einen Hüftstoß. Du kannst ihren Hüftstoß verpassen. Ist das ein Hamsi Bamsi oder was ist ein Hüftstoß? Wir werden es jetzt erleben. Okay, boah, cool. Vielleicht sollte es auf den Kanal auf 18 stellen. Da war irgendwas, ist irgendwas passiert. Irgendein Erfolg, glaube ich, gerade. Ich sehe es gerade nicht, aber. Michi Kuh, bla bla. Bam, 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 bam. So. Hi, Lauri. Warum sehe ich nicht, dass wir die Dinger folgen? Einfach ins Ach doch, Dashboard. Lauri folgt uns, ist nun ein Spielkind. Coole Sache, danke das. Finde ich gut. Lauri, wie heißt sie? Lauri. Okay, cool. Ja, vielen Dank für deinen Follow. Pass mal, wir müssen mal ganz kurz mal gucken. Das Spielkind ist in der. Du Cruget denkt natürlich an Pizza. So, wie sieht es denn jetzt hier technisch aus? Energie geht beim Spielkind flöten. Bei Cruget auch, bei Bunny auch. Ja, bei Bunny geht's noch. Pass mal auf, Bunny, meine Süße, wie, was hältst du davon, wenn du das jetzt mal irgendwie in den Kühlschrank packst? Dann wird das sehr schlecht. So. Gang ändern, man muss auf den Spiegel tippen und dann Aussehen ändern. Okay, Cruget, wollen wir machen? Wollen wir deinen Gang ändern? Ja, absolut. Okay, dann machen wir das mal. So, dann Aussehen ändern, hat er gesagt, der gute Lannister. Der gute Lanny Lannister. So, Cruget, dann komm mal her. Verpassen wir jetzt in einen Gang? Ja? Du sollst jetzt nicht fressen? Okay, jetzt geht er fressen. Oder ich glaube, ich habe auf Bunny getippt. Nee, das ist gut. Okay, pass mal auf. Gang, Moment. Beziehung bearbeiten. Gang. Du hast einen federnden Gang. Welchen Gang? Pass mal, jetzt warte ich erstmal, bis das Bild da ist. Das dauert ja ein paar Sekunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Stimmt's? Das stimmt. Dann stelle ich dir schon mal die einzelnen Gänge vor. Wir haben jetzt hier Standardgangart, ne? Also wenn du jetzt gleich rein. Nein, Standard. Willst kein Standard? Nein. Okay, dann haben wir den selbstbewussten Gang. Das, und das ist voller Tuntengang. Ne, den hast du. Nein. Okay, pass mal auf. Okay. Hochnäsiger Gang. Ich fange nochmal von vorne an. Pass mal, jetzt siehst du ja gerade das Bild, ja? Wir fangen an mit Standardgang an. Sag mal, wenn du Standardgang ansiehst. Wenn du die siehst, dann ne, guck mal. Also der selbstbewusste Gang schon mal nicht. Das ist ja voller Tuntengang, ne? Ja. So, pass mal auf. Ja, hochnäsig auch nicht unbedingt. Auch nicht. So, pass mal auf. Dann haben wir hier stolzer Gang. Hey, Bro, ich bin voll der Stolze. Hallo. Stolzer Gang. Bitte einmal stolzer Gang zeigen. Okay, das ist jetzt, ich sehe das jetzt gerade verstrickt. Das ist der Tuntengang. Okay. Ich glaube mit dem Chat, dass, Full Edit Mode, kann man das auch ändern? Apotygma. Was meinst du gerade? Ich glaube den Cheat. Ah, irgendein Cheat. Okay, aktuell sind wir nicht am Cheaten. Wir sind ganz normal, dezent hier aktuell am Cheat. Pass auf, siehst du jetzt schon den stolzen Gang? Ja. Okay, wie findest du, was hältst du von dem? Nein. Okay, dann femininer Gang. Ich bin Cruget. Auch nicht, ne? Dann haben wir strammer Gang. Ey, boah, ich bin voll der Bro-Man. Und? Ja, denk an den Delay. Ich denk an den Delay. Aber jetzt bei mir, beim Stream sehe ich das schon. Das ist der. Strammergang ist gut. Strammergang findest du gut? Wir können dann mal ganz kurz durchklickern. Hier ist der trottelige Gang. Ich bin Cruget. Und ich denke an Schnee, wenn ich dich sehe. So, pass mal. Das hier ist auf jeden Fall der schleppende Gang. Alter, mein Leben ist voll scheiße, ne? Hey, boah, Baby. Guck dir mal mein Leben an, wie scheiße das ist. Was haben wir hier noch? Federnder Gang. Okay, den haben wir. Also, sollen wir den stolzen Gang nehmen? Beziehungsweise den strammen Gang, ja? Ja, genau. Okay, dann machen wir einen strammen Gang. So, pass mal auf, dann schießen wir das mal direkt ab.
So, dreh den Zim mal seitlich, dann sieht man das besser. Vampir habe ich gerade probiert, dann fliegt er aber immer aus dem Gang raus, aber wir haben jetzt auf jeden Fall den Gang für den Kruger gefunden. Er sollte jetzt zufrieden sein. Ja. Sehr super. Und wenn nicht, dann kriegst du den Tuntengang. Also ne? Schön vorsichtig sein. Ne? So, das Kid geht in die Feder. Wie gehst du schon ins Bett hier, Alter? Okay, der geht schon ins Bett. Boah, ich finde der Delay ist heute aber sehr lang. Das sind mehr als 20 Sekunden aktuell. Der Delay ist heute sehr lang. Das ist auch sehr gut. Das Delay. John Delay. John Delay ist heute sehr lang. Pass mal auf, Bunny Schatz, du bist noch relativ fit. Kruger, wie sieht es mit deiner Energie aus? Nicht so wirklich gut. Immer gut. Was? Aktuell ist es ein bisschen angekratzt hier, aber jetzt, du haust ja erstmal wieder ein bisschen was zu fressen in den Schädel. Und dann geht es ja bekanntlich immer besser, wie man weiß. Ne? Das ist ein Gerücht. Ich sag vielleicht zu deutschem Wasser. So, jetzt lässt du hier das halbe Ding. Wieso lässt denn das halbe Ding hier liegen? Ach, er räumt zurück auf. Ja, FDH. Ja. Echt? Du schmeißt das sogar direkt weg oder willst du es ihr jetzt in den Hals drücken? Pass mal auf. Ja, wir haben. Du hast es eingesteckt. Kruger, du hast das eingesteckt. Warte mal, wo ist dein Inventar? Inventar? Ne, irgendwie doch nicht. Ach, er ist es jetzt noch draußen mit Bunny zusammen. Okay. Das wundert mich jetzt aber doch ein bisschen. Irgendwer ist da was am Abstinken. Wer ist am Stinken? Ja, du bist einfach nur, sagen wir mal, müde. Boah, jetzt hat er schon wieder voll am Rumknutschen hier. Wolltest du noch eine Nummer schieben, Alter, oder was? Nein. Ach ja, du warst ja keine Maschine, hatte ich vergessen. Ja. Na, kannst du ja auch pennen gehen. Pass mal, geh mal pennen jetzt hier, ne? Beanspruchen, ne? Pass mal auf, du musst dich mal schlafen. Ah, bist auch schon ziemlich platt, ne? Schleppst dich ganz mühselig durch die Bediene hier, ne? Boah, ich bin der Cousin, ich bin voll im Arsch, ey. Und jetzt gehe ich ins Bett, kurz Nächtle. So, Bunny Schatz, jetzt müssen wir mal ganz kurz bei dir gucken. Die sitzt gerade am Rechner. Was ist denn hier so Jobtech? Was muss die noch machen? Logik und Charisma. Jetzt kann man hier auch spielen. Moment, ganz kurz mal schauen. Wie kann man denn Karriere? Wie kann man denn Programmieren üben? Logik und Kamera. Also normalerweise braucht man ein Schachspiel, um Logik zu machen. Aber man konnte früher am Schach, auch am Computer spielen. Das sieht jetzt irgendwie so aus, als Spiele spielen, Anfänger, Sims for Emma, bla bla bla, Sportspaß. Am Anfängerturnier teilnehmen, also Blödsinn. Warum kann man hier keinen Schach üben? Wollen wir uns einen Schachtisch kaufen? Kruger, sag mal. Ja. Ja? Schach geht immer. Und wo war denn nochmal der Kaufmodus? Boah, ich habe das schon so ewig lange nicht mehr gespielt. So, herunterladen, bla bla bla, Welten verwalten, Galerie öffnen. Baumodus, kann ich da auch kaufen? Nee, wollte ich gar nicht. Moment. Wo war nochmal der Kaufmodus, Freunde? Telefon. Haben wir denn genug Geld? Ja, ich habe ja einen Gehaltserhöhung gekriegt, deswegen bin ich ja ganz gut dabei. Oh. Bedürfnisse. Wo war denn nochmal kaufen, Freunde? Kaufen. Wände. Galerie öffnen. Das ist nur bauen. Pinnwand. Optionmenü. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo man kaufen kann. Hey. So, Logi und Charisma ist schon fertig. Sie braucht freundliche Interaktion. Ah, okay. Du warst schon richtig. Mit dem Hammer und dem Schraubenzieher. Ah, okay, gut. Dann gucken wir mal ganz kurz. Wuppdiwappdi. Und hier geht es jetzt irgendwie auf Kaufen oder was? Pass mal auf hier auf. Bauen. Objekte, bla 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 bla. Küche, Badezimmer, Esszimmer, aha. Draußen, Karriere, Verschiedenes, Karriere. Aber das sind doch alles nur Bauoptionen. Warte mal, du warst schon richtig Hammer und Schraubenzieher. Gut, aber wo, Wempi, kaufe ich jetzt? Moment. Objekte nach Funktionen, aha. Das sind ja alles nur Zimmer hier, ne? Ich muss sagen, ich weiß es aktuell nicht. So, links bei dem Stuhl. Okay, links bei dem Stuhl. Ah, danke, Wempi, wenn ich dich nicht hätte. So, pass mal auf, dann holen wir uns jetzt einen Schachtisch. Oder Schach brauchen wir eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Alle Anzeigen machen wir mal. Apparate? Nee.
Oberflächendeko beleuchtet. Vielleicht ist das unter... Ja, man merkt, dass ich nicht sehr oft die Sims spiele. Nein, würde das, man so jetzt nicht sagen. Also du, das finde ich gut, dass ich das bei dir kaschieren kann. So, pass mal auf, Apparate, Beleuchtung, Kinder. Kinder können wir gar nicht vorstellen. So, hier gibt es eine Geige. Soll ich dir eine Geige kaufen? Was ist das? Das ist das, das ist das. Ne, so ganz kurz gucken. Aktivitäten und Fähigkeiten. Okay, Moment. Aktivitäten und Fähigkeiten. Ah, da. Okay. Ah, Vampi, wie gut, dass du dabei bist. Ich würde ja gar nichts blicken. Pass mal auf. Dann kauf was einen schönen Schachtisch, ne? Schachtisch. 570 Pfeifen. 1000 Pfeifen. Der Schachmeister. Wo stellen wir den denn mal hin? Mal auf den Stämmer hier vorne draußen hin. Simdi Wamdi. Wie kann ich den drehen? Draußen? Draußen. Ist ein Draußentisch. Pass mal auf. Und dann noch einen schönen Stuhl. So, hier. Billigste vom Billigen, ne? So, Moment. Ne, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, aber nicht bei den Sims, Kollege. Nicht bei den Sims. So, pass mal auf. Elektronik, bla bla bla. So, Moment. Stuhl, wo kriege ich denn hier Stühle? Stühle steht da. Wohnzimmersessel. Okay, Stühle. So, pass mal hin. Also, willst du was Teures haben? Ich meine, ich kann schon. Was Gutes. Für 700 Pfeifen kann ich einen Stuhl kaufen. Das wäre nicht schlecht. Auch ich kann auf einen für 1000 kaufen. Da sind wir pleite. Pass mal, wir nehmen ja begehrter Zeichenstuhl. Den nehmen wir mal. Zim. Der macht einen ganz schlanken Fuß. Wuppdiwappdi. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus aus dem Kram? So, was machen wir hier zurück? Ah, Moment. Wie komme ich wieder raus? Ah, okay, gut. Dann haben wir jetzt einen schönen Schachtisch gekauft. Hast du es gesehen, Cousin? Ja. Du siehst ihn noch gar nicht, oder? So, hier, Bunny Man. Den Tisch sehe ich. Und die Zerschül. Wie findest du? Ja. Schach halt. So, pass mal auf, dann spielen wir ein bisschen. Mal gucken, was sie macht. Wie gut sie ist. Wir können mal ganz kurz hier gucken. Hier sind ja die. So. Sie hat. Charisma hat sie schon zwei, sagte Wimpy auch ganz kurz. Geschicklichkeit. Logik hat sie ein. Wir müssen wie viel kriegen für die Arbeit? Logik 2. Okay, dann kannst du auch mal ein bisschen üben. Komfort. Wimpy, alles klar, ich danke dir. So, sie lacht sich ein hier, die gute Bunny. Das ist eine coole Sache, ne? Und ich sag vielleicht zu deutschem Wasser. Da ist El Bundy. Grüß dich. Du bist am Pennen. Pass mal auf hier, pass mal auf. Bitte mal El Bundy hier rein. Hier, ne? Ja, du aber auch schon wieder da hinten, ne? Ja, wir sind am Pennen. Wir sind am Pennen und jetzt müssen wir erstmal El Bundy guten Tag sagen. Hey, El! Oh Gott, ich glaube, diese Steuerung muss ich. Gegen wen spielt sie eigentlich? Gegen sich selber, sie übt. Pass mal auf hier, ne? El Bundy. Hat ja gute Chance zu gewinnen. Freundlich vorstellen, ne? Bundy, du alter verkackter Schuhverkäufer. Oh, da kommt ein Punk. So, sagt El. Pass mal auf. Hände küssen. Ne. Die Größe des Fernsehers beschweren. Genau, ne? Das ist natürlich. Das kann man mit El Bundy auf jeden Fall reden. Ne? Findest du nicht? Hä? Absolut. Absolut. Gerne. Vampy, ich danke dir. Wir haben es gefunden. Und da kann man mal sehen, wie lange ich jetzt oder überhaupt wie selten ich die Sims 4 gespielt habe, weil es echt einfach nicht mein Spiel ist, muss ich sagen. Ich finde die Sims 3 und 2 immer noch am cooleren. Choblis Türker, sagt El Bundy. Was macht denn das Bunny-Kind jetzt? Die ist ja was am Abtrainieren, Alter. Oder ist El Bundy sie am Trainieren, weil El Bundy ist ja voll der Sportler, ne? Total, ja. Naja, 4 Touchdowns in einem Spiel, sag ich dazu nur. Das stimmt. 4 Touchdowns in einem Spiel auf Pokal. Apropos Touchdown, wer gewinnt denn heute den Super Bowl? Ist das heute?
Das ist heute. Ist mir letztes Mal auch im YouTube-Chat die Frage gestellt worden. Ich kenne. Wer spielt denn? Ich kenne das überhaupt nicht, Super Bowl. Ich glaube, die Panthers spielen gegen die anderen. Die anderen, das ist ein schöner Name. Was war das nochmal? So, pass mal auf, Bunny, lass doch mal den guten Fallapfel hier rein. Herein bitten, Falli, Alter, komm rein. Ja, genau, so ist das richtig. Finde ich gut, da brauchen Sie nicht für aufstehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil zu Sims 3. Gibt ja auch ein paar Vorteile, muss man ja schon so sagen. Also Panthers und Panthers ist welche Stadt? Ich guck kurz nach, warte. Die Carolina Panthers. Carolina, okay. Gegen die Denver Broncos. Ah, die Denver Broncos. Der Name sagt mir was. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich berühmte Truppe, die drin Denver Broncos. Ne? Ja, beide eigentlich, ne? Beide. Ja. Okay. Das Kid sitzt am Kacken und Bunny hat es gerade irgendwie schockiert festgestellt. Weil irgendwer ist am Stinken. Bist du am Stinken? Bunny ist am Stinken und das Kid hat Hunger. Pass mal auf, Bunny, dann gießt du mal eine Löcke ein, abduschen hier. So, verbessern. Gib mir nochmal eine dampfende Dusche. Dann bist du auch wieder heiß und dampfig, ne? So, das Spielkind schämt sich, weil Bunny, ne, beim Kacken zugeguckt hat. Das ist ja auch wieder eine. Meine Fresse, da zieht hier ein paar. Da zieht hier mir. So, du bist noch am Pennen. Sollen wir dich noch pennen lassen, oder? Ja, mit Duschen geht ja leider nicht, ne? Das ist immer schade, ne? Das auch ein bisschen eng in der Kabine. Ja, Platz ist in der kleinsten Hütte, wie man sagt, ne? So, ey, Bunny, was bist du hier am machen? Bist du hier was am Spielkind 45 am. Ne, der ist, glaube ich, ne. Weiß ich gar nicht, wo der ist, ne? Hey, Rainbow. Pepepepe. Aha. So, Bunny ist auf jeden Fall noch fleißig am Abduschen hier. Kit, Alter, was machst denn du da? Beschämt, er ist beschämt. Er will jetzt ein paar Chips fressen. Alter. Beschämt, nur weil Bunny beim Kacken zugeguckt hat. Was ist das für ein Scheiß? Selbst El Bunny lacht sich kaputt hier. 4 Touchdowns in einem Spiel, El Bundy. Wieso sitzt da ein Nicht-Mitglied der Familie am Rechner? Das ist El Bundy, der darf das. Der ist. Der darf? Achso. Ja, das ist das der. Schuhverkäufer dürfen sowas. Wusstest du das nicht? Nein, das ist mir neu. Echt? Tor. Und welcher Hampelmann sitzt da in der Küche? Das ist Falli. Ah. Der darf das aber auch. Der darf das auch, genau. Falli und El Bundy dürfen das. So, was macht denn die gute Bunny jetzt hier? Ist hier mit dem guten Falli bei den Flirten? Oder was machen wir jetzt gerade? So, pass mal auf hier. Plaudert mit Fallapfel und El. El, Alter, mal tipp voll unseren Computer hier. Mach den nicht kaputt, Kollege. Gibt's einen Touchdown, Alter. Wann ist das heute, Kruger, das große der Spiel da? Was denn? Ich meine um 1. Heute Nacht um 1? Heute Nacht um 1. Oder für Klugscheißer, morgen früh um 1. Oh, morgen früh um 1. Das ist danke, das ist gut zu wissen. Hm? Falls da Fragen aufkommen. Ja, da kommen Fragen, weil du bist jetzt gerade wach geworden. Du hast wahrscheinlich auch Fragen. Oh, du guckst aber ziemlich verknauscht. Alter, was ist los? Bleib locker. Was machst du denn jetzt hier? Du bist angespannt. Duschen, genau. Gehst du duschen, ne? Dann bist du wieder ein bisschen lockerer hier, ne? Das kann man durchaus bringen. Bebebebe. Liv, Tweevil Bebso, Gorg, Orphan, Kabura. Die Hose geht gar nicht an. Mein Schwarz-Gelb ist gut, aber nicht so. Ja, aber du bist ja der Dortmund-Fan. Du kannst gegen die Hose nichts haben. Ja, die ist aber kariert. Ja, nun, gestreift. Wir können es doch mal ändern, aber wolltest du das jetzt echt ändern? Nee. So, Wempi sagt, ab und an ist das mit den Emotionen schon sehr nervig bei den Sims. Das ist richtig, also das ist alles ein bisschen quatschig hier. Ja, aber wir haben dafür El Bundy, eine lebende Legende haben wir bei uns hier, Leute. So, aber Kruger ist irgendwie ein bisschen unentspannt, oder? Ist jetzt wieder besser drauf? Bei jemandem. Ja, also eine heiße Dusche. Wir machen jetzt mal, wie kann ich mir denn Luft machen? Kann ich mir bei El Bundy Luft machen? Ärger Luft machen. Pass auf, wir scheißen jetzt mal El Bundy. Wir sagen mal, El Bundy, pass mal auf. Unser Leben ist scheiße. Wir sind jetzt richtig kacke drauf. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen Luft machen. Bundy! Er macht's nicht. Er macht's nicht. Kuschi, bist du immer noch angespannt?
Immer. Da macht ihr jetzt bei Bunny Luft. So, Ärger. Oh, jetzt gibt's erstmal ein Knutscherchen, das ist schon mal eine gute Sache. Ja, wie verstehe ich das natürlich? Aha. Bunny? Jetzt ist Bunny angespannt. Ne, Bunny ist kokett. Okay, Crochet ist immer noch angespannt. Mhm. Bunny kennenlernen. Einen Comedy-Auftritt geben. Was machen? Dann gibst du mal einen Comedy-Auftritt. Dann fluppt das besser. Genau, dann bist du auch wieder ein bisschen entspannter. Oder mache ich jetzt hier was falsch? Ja? So, was sagt der Chat? Chat, genau, lass ihn duschen. Dann geht die Beschämtheit schneller. Okay, wenn wir das Kind jetzt duschen lassen, dann ist die Beschämtheit schneller weg. Okay? Aber der ist gar nicht so schmutzig. Nur muss er so durch. Es ist auch wieder glücklich. Okay. Beschämtheit, ne? Fallis hier war voll am Absteppen, ne? Neben El Bundy. Kommt alles vor, ne? Du sag mal, du hast ja da unten einen Donation-Button. Nee, das bildest du dir ein. Das kann ich sagen. Wolltest was du nennen? Wer ist das da? Wer ist das da auf dem Bild? Das ist aus Leisure Suit Larry. Victorian Principles. Ui! Eine sehr heiße Bibliothekarin, die wir bei Larry auch klar gemacht haben. Ne? Larry wird sich erinnern. Das ist auf jeden Fall. Ne? Und, so, hallo Mango. Mango ist da. Ja, jetzt. Okay, El Bundy und Fally hauen wieder ab. Das kommt vor. Wo ist das gute Bunny-Kind? Was mussten die noch für die. Ganz kurz mal schauen, was die noch für die Arbeit machen muss. Logik. Okay, das heißt, was hat die Charisma 2? Was hat sie hier? Mal ganz kurz mal schauen. Charisma hat sie 2, aber Logik muss sie noch. Okay, pass mal auf. Bunny, meine Süße. Ich finde es sehr löblich, dass du die Dusche sauber machst, aber du musst noch ein bisschen hier, ne, üben. Okay, während hier der Crochet dem Kid irgendeinen Scheiß erzählt, ne? Fähigkeiten verbessern, okay. Geht weg mit den Tipps. Nein, ich will jetzt keine Tipps. Weg. Weg. Oh, Blau, wie hast du geschissen, oder was? Wieso bist denn der Krüsche jetzt schon wieder am Duschen? Hast du dich ins Hemd gemacht, Alter? Wieso bist denn du am. Du hast doch gerade geduscht, oder sehe ich das falsch? Ja. Eigentlich auch, schon. Du bist schon wieder am Duschen. Ist ja gar nicht. Ja. Das ist ganz schrecklich, ne? So, Bunny, Kind. So, hier, Kid, du wirst jetzt mal mitspielen. So, mitspielen. Wumdi, Wamdi. Und Krüsche, du hast dann Hunger. Das heißt, du wirst dann auch auf jeden Fall mal hier ein Mittagessen servieren. Und was machen wir denn mal? Pass auf, ich lese dir vor. Fischtacos, Gartensalat, Grillkäse, Macaroni und Käse, Specksalat mit Tomatensandwich. Also der letzte Grillkäse forderte ja ein etwas größeres Engagement. Stimmt. In der Küche. Ich erinnere mich, da hat's gebrannt, genau. Machen wir. Also machen wir heute Grillkäse. Grillkäse, okay, dann machen wir nochmal Grillkäse. Ja. Wenn es diesmal brennt, hoffen wir, dass du nicht drauf gehst, Kollege, weil das das war echt knapp letztes Mal, Alter. Du hättest auch. Bin aus Teflon, Alter. Nein, du hättest echt sterben können, ohne Scheiß. Ach, Bullshit. Ja, ist so, ohne Kack. Hier, dann lass mich diese Asbesthose anziehen, mit der ich mal pennen gehe. Dann passiert gar nichts. Meinst du? Du hast auf jeden Fall gerade das Toast weggeschmissen, bzw. runtergeschmissen. Oh, und du randalierst jetzt hier voll, Alter. Du randalierst in der Küche. Macaroni schreibt Vampy, ja. Dem guten Crochet muss jetzt erstmal hier, ne? Der Grillkäse. Letztes Mal hat es gebrannt, als er das probiert hat. Und er stand da lichterloh in Flammen. Aber diesmal hast du es hingekriegt. Cool. Das finde ich gut. Dann haust du ja direkt was in den Schädel. So ist das richtig. Da kommt Fally, ne? Komm, Fally, komm rein, Kollege, ne? Nimm dir einen Grillkäse, ne? Hat Crochet frisch gemacht. Ich glaube, wir haben gar keinen Essenstisch schon richtig, ne? Wir haben hier nur den. Pass mal auf. Du kannst ihn da reinbitten, pass mal auf. Genau. Komm mal rein, Fally, ne? Bei uns bist du immer gerne willkommen, ne? Ja? Ja, Fally ist nett. Okay, jetzt ne, quatschen sie so ein bisschen, ne? Ne? Crochet hat einen Grillkäse in der Hand, ne? Jetzt lässt er schon wieder die Hälfte stehen. Nee, Alter, pass mal. Gehst du pissen oder was? Du willst jetzt ein Comedy-Auftritt, du wirst das hier erst essen. Du kannst ja nicht immer was anfangen und dann liegen lassen? Das machen die Kinder, aber nicht du. Macaroni, ich hab's gesehen. Was hast du gesehen, Vampy?
Mit dem Feuer. Ach so, genau, das Vampir hat genau. Der hat die Aufnahme bei mir auf dem Kanal geschaut. Ne? Auf dem Kanal. Da war es fatal. Okay, Fanny. Da kommt der gute Ozzy, der hat auch einen coolen Gang, der gute Ozzy. Kommt er auch wieder? Ja, pass mal auf. Ozzy kann auch noch rein, klar. Ozzy ist übrigens ein Berliner und Ozzy spielt auch, ich denke mal, Eurotruck. Der wird auch anfangen jetzt wahrscheinlich mit hereinbitten. Mit American Truck. Hast du American Truck mal gesehen, American Truck, QG? Nee. Aber es wird ja wahrscheinlich ähnlich sein, ne? Nur mit halt anderen, anderen Trucks. Landschaften halt. Ja, gibt's glaube ich nur zwei Trucks aktuell. Aber die Landschaften sind ganz cool. Ne? Aber es ist halt echt das Amerikanische. Wobei es auch noch nicht so groß sein soll. Ich glaube, es sind zwei oder drei Staaten. Mehr kannst du da glaube ich gar nicht machen. Aber ja, nun. What? Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer, genau. Okay, du erzählst hier dem guten Ozzy gerade was. Falle ist am Abtanzen und das Spielkind muss wieder arbeiten gehen. Ja, Kid geht arbeiten. Was heißt denn schon wieder? Ja, gestern hat er immerhin eine Beförderung gekriegt und 540 Pfeifen Bonus, ne? Das war ich! Ja, ein bisschen, ne? Moment. So. Du kannst gar keine Beförderung kriegen, weil. Du bist gar kein. Du hast gar kein Ab. Du bist ein Harzer, Alter. Hartz IV. Da gibt es keine Beförderung, Alter. Nicht Hartz V? Oh, ja, müsste man mal nachfragen, ob es das gibt, ne? Das ist, von Hartz IV zu Hartz V aufgestiegen. Die Karriere schlechthin. Ah, Falli ist hier was am Abrocken. Da ist ein schönes Kind da draußen, ne? Und doch, wie heißen wir denn? Das Waschbecken müsste mal gemacht werden. Wolltest du das machen, oder was? Hier, unser langhaarige Bombenleger in der WG, der kann das ja mal machen. Ja, kann er ja von der Arbeit nach direkt machen. Ist ja noch warm. Da kommt Kelly Bundy. Da draußen ist Kelly Bundy. Kelly Bundy. Kelly, Schatz, bleib du mal stehen. Nupsa, hallo. Kelly, mein Schatz, alles gut? Ja, bist eine Schönheit, auf jeden Fall. Guten Tag. Jetzt guckst du wie so eine richtige Kelly-Göre, das finde ich gut. Oh, da sollte mal jemand das Bad putzen, sagt Wimpy gerade. Genau, macht der Krüger jetzt, weil er so eine große Fresse gehabt hat. Lass ich den jetzt das Badezimmer putzen. Ja, was hältst du davon, Alter? Find's nicht so gut, ne? Das klingt gut. Klingt gut? So, du kannst es ja verbessern. Willst du das Klo verbessern? Pass mal auf, Selbstreinigung hinzufügen. Genau, pass mal auf. Wir machen jetzt hier mal ein selbstreinigendes Klo. Was hältst du davon? Ja, das ist super. Glaube ich dir nicht. Das spart Zeit. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist mal so geil, ne? Mit der fetten Rohrzange am Klodeckel rumschrauben. Da kommt wieder Bud Bundy. Butterick, Kollege! Hä? Hey, ich bin Bud Bundy. So, das Spiel kann jetzt mal noch arbeiten. Aha. Da kommt L auch schon wieder, Alter. L scheint es bei uns aber zu gefallen, ey. Na gut, mit seinem Trailer, ne? Hereinbitten, ne? Kommst du? Da ist wieder einer am Folgen, ne? Hat mich wieder einer verfolgt, ne? Sehe ich gerade. Noch nicht, wer es gewesen ist, aber wir gucken mal. Mhm. Flowery 91. Ah, Flowery. Sei mir gegrüßt, Flowery. Wieso sehe ich das hier noch nicht? Ey, Bundy, komm rein. Ich hab gesagt, kannst reinkommen hier, Alter. Hier, reinbitten. Habe ich das nicht geklickt? Wolltest du El Bundy anbrüllen? Ja, immer. Warum? Was hat er dir getan? Alles. Alles? So, irgendwie zeigt er mir den Follow nicht an. Beziehungsweise... Mhm. Wieso kommt der verkackte Bundy nicht rein? Komm hier, rein bitten, nochmal. Mann, Mann, Mann. Flower 91, Grüße zurück. Hallo, Flower 91. Flowery 91, bitte. Pardon, ja, Flowery. Es ist ein bisschen klein hier für mich. Ich bin nicht mehr der Jüngste, ne? Es ist dauernd weit zu liegen. Das stimmt. So, pass mal auf. Hast du gerade gesagt, das stimmt? Ja. Das ist ja eine Frechheit. Erzählt's ja immer, wie es früher immer war im Krieg. Im Krieg, ja, im Zweiten, im Ersten Weltkrieg, ja.
Beziehungsweise ja, den, genau. Im römischen Im Feld ersten. Hat er noch ne? bei den Römern noch mitgekämpft. Nee, du warst doch bei den anderen. Bei den anderen? Bei den Germanen? Ja. Aha, okay. Ja, mach sein. Krüschi, was machst du? Jetzt willst du L rein oder ist er weg, ne? Da ist er, pass mal auf. Ich bin noch am Arbeiten. L hier, guten Tag. Bitten zu gehen. Behaupten, kriminelle Superhelden zu sein. Genau, pass mal auf, L Bundy. Wir machen Kohle, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin so kriminell. Hä? Du bist ja voll was am Abprallen und Bunny guckt sich in die Sterne, ey. Was ist denn für ein Scheiß hier? Herbs ist der, was können wir noch machen? Erschrecken. Wollen wir El Bundy erschrecken? Yabasane? Ja. Agorba. Okay. Okay. Warum gehen die immer raus? Ich verstehe das nicht. Wadida. Klickst du das, Kuji? Keine Ahnung. Sind sowieso ganz komische Leute bei uns immer im Haus. Findest du das komisch? Das ist Ozzy, das ist der Fallapfel. Nun, beides YouTuber, das ist El Bundy. Und das ist, finde ich so komisch, finde ich das jetzt gar nicht. Ja, aber dass sie sich hier bei uns immer aufwärmen und so? Ja, das muss auch mal Mitleid mit armen Leuten haben. Findest du nicht? Doch. Doch? Aber? Ja, weiß ich nicht. Die sind auch alle immer am Rechner. Nicht, dass da einer mal irgendwelche Viren einschleust. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Pass auf, wir. Ja, YouTuber sind alle. Ne? Weiß ja selber. Ja, ich weiß nicht. Ich bin kein YouTuber. Ach doch, bin ich doch, ne? Bin ich ein YouTuber? Nein. Doch, ich glaube, ich bin ein YouTuber. Genau, und ich weiß aber nicht, was du meinst. Ich kann mir da, das ist, El Bundy liest ein Buch. Ey, sag mal, Alter, geht's das noch? Das ist ja total unrealistisch. Das geht gar nicht. Das ist, so, bei Spielkind sind solche Besucher Alltag. Genau, Flowery, so ist richtig. Hier kommen ganz schräge Leute, kommen hier vorbei. Herbal? Herbal? Alter, was ist denn da am Stinken? Pass mal auf. Wempi schreibt, Wempi lacht sich kaputt. Okay, das ist gut. Bunny, mein Schatz, pass mal auf hier. Du bist kurz vorm Hungertod, dann nimm dir doch mal hier nochmal den von. Gerade von Cruget, der gerade einen Witz zum Erzählen ist, eine lecker zubereitete Grillkäse. Und diesmal ist die Hütte auch nicht abgefackelt, was eine coole Sache ist. Ja. Und Cruget haut sich wieder das Mikro gegen Schädel. Oh. Aber El hat Spaß gemacht. Der hat hier geklatscht. Du hast Applaus gekriegt von El Bundy, Alter. Ey, der ist ein Fan von dir. Wer nicht? Ja, ne? Aber El Bundy ist ein Cruget-Fan. So, Cruget, hast du denn noch Hunger? Da kann ich dir noch irgendwas Gutes tun. Pass mal auf, dann machst du jetzt hier mal aufräumen und aufwischen. Muss ja alles seine Richtigkeit hier haben. Ne? Als alter Hartz-Fünfer, ne? Das musst du schon was bringen, ne? Um deine Brötchen zu verdienen, ne? Astronaut wolltest du ja nicht werden, hast du gesagt, ne? Nee. Ja. Was eigentlich sehr schade ist, denn Astronaut könnte ich mir nicht vorstellen. Das stimmt. Ja. Aber die zahlen keine Entfernungspauschale. Jetzt wäre ich gesagt, nee. Das Ding ist kaputt gemacht. Dann reparier das mal. Wenn du es kaputt machst, kannst du es auch reparieren, ey. So, Bunny, mein Schatz. Was macht denn dein Logikpunkt? Pass mal auf Inventar. Beziehung. Kann es sein, dass ich im Haushalt nur am Reparieren bin oder so? Ja, das ist halt, Logik muss noch. Bunny, du musst noch üben. Ich kann ja gar keinen Job machen. Ich muss ja zu Hause alles fertig machen. So, jetzt spielst du mal mit El Bundy Schach. Was hältst du davon? Buddy, ich meine jetzt hier Bunny. Ja, das Ding ist halt einfach, das ist halt, das wird auch den Sims 4 sehr, sehr stark vorgeworfen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier in diesem verkackten Haus was kaputt geht, sehr, 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 sehr groß ist. Ne? Also, es ist halt, ne. Da geht halt alle Nase lang was kaputt, ne? Und insofern. Na, wie gesagt, das ist auch ein Mitgrund, ne, warum ich das Spiel nicht wirklich so richtig geil finde, ne? Aber. Also ich denke mal, im nächsten Stream werden wir mal die Bundy streamen, auch dann im Original Bundy-Haus. Und dann irgendwann werde ich aber auch Sims 2 wieder streamen, weil Sims 2 finde ich einfach echt noch cooler als Sims 4, muss ich so sagen. Ist so.
Wir könnten natürlich auch Rocket League spielen, aber das ist für mich, glaube ich, fatal, wie du weißt. Ne? Was gibt's da zu lachen? Gar nichts. Was gibt's da zu lachen? Gar nichts. Ich habe übrigens rekrutieren können ein, zwei Leute für Rocket League. Das heißt, theoretisch gesehen, an bestimmten Tagen hätte man eine schlagfeste Truppe. Ja. Aber ich also einen davon kenne ich, aber dass du natürlich entsprechend, da gibt's nasse Socken in der Küche, dass du mich mit Schlagfeste, das geht nicht, weil ich bin so schlecht, ich bin der, ne? Der ja, wir spielen ja in der Gruppe. Wir spielen ja in der Gruppe gegen andere. Meinst du, da kann ich nicht so viel Scheiße machen? Siehste, er zögert. Es zögert. Pass mal auf, Roger, du isst du das jetzt gerade oder was machst du jetzt? Ja, er isst das gerade. Pass mal auf, Kit ist wieder zu Hause, cool. Wie sieht's bei dir aus hier, ne? Emotionstechnisch, ne? Okay, der Müll bringt erstmal den Müll raus, das ist eine coole Nummer. Und Roger, wenn du dein Sandwich gegessen hast, Kollege, dann kannst du den Kram hier auch mal wegräumen. So, zum Essen rufen, weglegen, genau, weglegen, ne? Ab in den Kühlschrank mit der Schore, ne? Ja. Aber ich glaube, ich muss die Steuerung, wie kann ich in, Mann, die Steuerung hätte ich irgendwie ändern können. Ich guck mal ganz kurz, war das hier? Screenshot? Ne. Irgendwie konnte ich die Steuerung, glaube ich, ändern, ne? Flowery sagt Sims 2 Forever, richtig. Auf jeden Fall, Sims 2 ist immer noch das Coolste. Wobei ich Sims 3 auch gefeiert habe. Das Problem mit Sims 3, was ich da hatte, ist irgendwie, dass es halt sehr buggig war. Ne? Es waren ultra viele Bugs drin und bla bla bla. El Bundy ist hier am Tanzen. Pass mal auf, kannst du mit El Bundy mittanzen? Über die Nachbarn tratschen. Pass mal auf, tratsch mal hier ein bisschen mit El Bundy, ne? Über die Nachbarn, Kollege. Aber er ist ja ein Nachbar von mir. Nicht, ja, dass er das merkt, dass ich ihn meine. Über Peggy tratschen, über Butt, ne, den alten Bettmesser, ne? Oh, die gute Bunny hört dem guten Kid beim Gitarre spielen zu. Okay, Kid spielt einen Blues. Yeah. So, ihr sollt euch hier noch was unterhalten. Was ist hier mit dem Bunny? Der ist hier was am... So, Mike hat Witze knubbelt. Du hast irgendwo auf jeden Fall viele Witze erzählt. Pass mal auf, dann mache ich hier nochmal Bitten abzuhängen. Häng mal mit dem guten El Bundy ab, Alter. Ich muss los, jetzt haut er gerade ab. Ey, Bundy, was bist denn du für ein Pisser? Du kannst ihn einfach abhauen hier. Hm. Alter, der ist gegangen, der hat dich einfach stehen lassen. Pass mal, dann kannst du auch hier auch ein bisschen aufwischen. Roger, komm, du musst dann Hartz 5 verdienen. La. So, dann Hygiene ist auch im Grund. Ja, dann machst du noch ein bisschen sauber. Immer. Und dann gehst du noch ein bisschen duschen. Was hältst du davon? Gerne. Duschen, duschen. Was nimmst du? Eine nachdenkliche, eine erfrischende oder eine dampfende? Dampfende. Dampfende Dusche. Aber irgendwo konnte ich doch die Maus hier anders einstellen. Warte mal. Das sind die Wände. Galerie öffnen. Herunterladen. Blablabla. Welten verwalten. Baumodus. War das? Ich muss mal ganz kurz unter Optionen. Lektionen, Spieloptionen. Was ist hier mit der Grafik? Ist okay. Audio ist okay. Musik, Gameplay, Selbstständigkeit, okay. Herkömmliche Sozialmenü, leere Häuser füllen. Spielkamera, Bild am Scrollen, horizontale, vertikale. Sims 3 Kamera, pass mal, ich probiere jetzt die Sims 3 Kamera. Mal gucken, ob er das nimmt. So, pass mal auf. Ne, hat er nicht genommen. Doch, hat er doch genommen. Aber das ist doch nicht die Sims 3 Kamera, oder? Ja, doch. Das ist auch besser eingehört. So, aber da kann ich nämlich auch vertikal und blablabla. Das ist irgendwie eine Runde cooler auf jeden Fall. So, Bunny, Schatz, wo ist das Spielkind? Der pennt hier wieder auf der Parkbank, der Heckenpenner. Ja. Künstler halt. Ja, Künstler, ne, ich mach das mal rückgängig. Das ist dann doch nicht so. Moment. Spieloptionen, Spielkamera. Machen wir so. Okay. So. Ja, es ist doch... Wieso pennt er denn auf der Parkbank? Los mit dem. Stimmt ja nicht mit Bunny dem. Bunny guckt aber gemütlich und genüsslich zu, findest du nicht?
Ja. Sehr komisch. Alles. Mal auf, es ist Sims. Aufwecken. Nö, lass ruhig pennen. Was ist Krüsch jetzt noch was am Duschen? Wolltest du mit der Bunny noch was starten irgendwie, oder? Oh, ne, nach der Dusche bestimmt nicht. Okay, dann was mache ich denn dann mit dir? Hm, ja, ein bisschen hacken, wolltest du ein bisschen hacken? Pass mal auf, programmieren. Hacken, pass mal auf. Einhorn-Lama-Rettungsfonds. Ja, mach mal Einhorn, ne, hack's mal ein paar Kohlen zusammen hacken. Ne, muss ja auch was irgendwie so. Das Spielkind hole ich jetzt erstmal nach Hause. Hast du eigentlich mal gemerkt, dass bei EA-Spielen immer Lama dabei ist? Ja. Ja. Das weißt du, warum das so ist? Nein. Das ist ein Running Gag. Ein Running Gag? Ein Running Gag von EA. Aha. Lama Burger. Alles irgendwie mit Lama. Und was hat das zu sagen? Ist einfach nur so, just for fun, oder? Ja, ja. Aha. Spielkind hat Hunger. Muss man auf den Linden noch was zu essen? Okay. Mhm. So, was sagt der Chat? Chat sagt ein wenig ruhiger aktuell. So, Bunny, mein Schatz, was mit dir hier? Du hast Blasendrücken, dann ja, geh sie dir ausdrücken hier. Da bitte einmal wie ein Champion pieseln. Genau, das machst du jetzt mal. Ja, okay, und das gute Kit ist hier was am Fressen. Und der gute Krüger ist ja was am Hacken. Du bist ja voll der Hacker, Alter. Ja, ja. Siehst du das? Ja, ich gehe da mal ganz nah. Da gibt's Leute, die sagen, ich würde nicht arbeiten. Nein, das sagst du von dem guten Spielkind, Alter, ne? Ja, mal gucken. Jetzt müsstest du es gleich sehen, dass du hier ganz schwere, gefährliche, kriminelle Sachen am Machen bist, ey. Das ist alles offiziell, mit Lizenz. Nee, guck dir mal an, wie, das sieht doch voll giftig aus, da siehst du das? Aspober, sagt er. Ah, okay. Aspober. Aha. Dirk. So, hast du jetzt gesehen, wie giftig du bist, Alter? Hä? Ja, ja, aber irgendwie müssen die Mäuse hier rein. Meinst du? Ich dachte gerade, da kommen die Bullen, aber die sind es nicht gewesen. So, das Spielkit ist platt, dann genau, mach jetzt hier, ne, hau das Ding noch in den Schädel. Die lassen immer irgendwie eine Ecke offen, warum? Komm hier, friss den Scheiß auf da. Hier, bitte. Na, aufräumen wie? Ja, egal. Du gehst jetzt pennen hier. Ja, hast genug gearbeitet heute, ne? Das Spielkind hat gearbeitet. Weißt Bescheid, ne? Naja. Was? Naja. Was macht er denn? Musiker. Das ist doch keine Arbeit. Das ist ganz Schwerstarbeit, Alter. Ach. 3 Stunden in der Innenstadt rumstehen mit einer hier Gitarre. Das ist doch keine Arbeit. Ne, findest nicht? Nein. Also ich finde das schon ziemlich drastisch. So, Comedy-Fähigkeit 2. Wir haben alle Voraussetzungen, wir sind einfach noch nicht befördert hier. Komisch. Ja. Naja. Egal, Karl. So, geistige Arbeit ist auch Arbeit, schreibt Wimpy gerade. Recht hat sie. Und Flowery gibt ihr recht. Stimmt, habt ihr absolut recht, Freunde. Geistige Arbeit ist voll Arbeit. Ja, Krüger, nun kommst du. Ja, ist ja richtig. Ja, warum sagst du dann, es ist keine Arbeit? Was, Musiker sein? Ja. Das ist keine geistige Arbeit. Das ist voll geistige Arbeit, hör mal. So, mein Sim ist auch Musiker auf Level 9. Wowie, dowie. Ich weiß gar nicht, wo meiner jetzt aktuell ist. Der gute Spielkind 45, aber hin. So, Krüger geht pennen. Oh, mit Hunger und Spaß geht er pennen. Kaum Spaß, das ist ja schrecklich. Jetzt gehen alle pennen hier. Freunde, ihr könnt mich ja nicht alle allein lassen. Ihr könnt jetzt, ja, rennt wenigstens die Zeit, ne? Hat er was für sich, ne? Okay. So, das Bunny ist schon wieder wach. Wie sieht's denn jetzt hier? Wann muss Bunny arbeiten? In 2 Stunden? Ah, die muss gleich schackern. Und den Logikpuls hast du immer noch nicht erreicht, ne? Okay. Naja, mach, was du willst. Was ich halt nicht verstehe, dass das Spielkind hat alles schon irgendwie, ne, klar. Und wird nicht befördert. Einmal hat er ja schon, aber er hat alles, was er braucht, glaube ich zumindest. Mal ganz kurz nachgucken hier. So, Leistung. Ist okay. Ach, Witze schreiben. Musik üben. Nicht begonnen. Okay, pass mal auf, Kit. Dann wirst du jetzt mal ein paar Witze schreiben. Musst ja heute arbeiten. In 11 Stunden, ja. Okay, dann lass man erstmal pennen, dann soll er ein paar Witze schreiben. Und Süße. Ja, du könntest ja theoretisch ein bisschen spielen.
Was sagt das Krüger dazu? Ja, alles sehr ruhig. Ja. Aktuell ist ein bisschen schon, weniger los. Ne? Ja. Schon lange keinen Besuch mehr gehabt von irgendwelchen komischen Leuten. Das ist auf jeden Fall ganz schrecklich. Ich stimme dir ja voll und ganz zu. Ne? So, Krüger, was mit deiner Fitness? Weil, okay, du hast auf jeden Fall du einiges. Du musst als erstes musst du abkeken, Alter. Und zwar ganz gründlich, Zim. Verwenden und dann wirst du hier mal ganz kurz aufräumen und wirst dann entsprechend noch ein Frühstück servieren und zwar Rührei. Mach mal Rührei. Das finde ich jetzt gut. Rührei ist lecker. Rührei ist eine gute Sache, ne? Ja. So, als Wimpy, es ist Bunny hier weg. Muss die nicht zur Arbeit, Kollege? Sag mal. Noch 43 Minuten hat sie noch. Naja, gut. So soll es sein. So, Krüger hat sich. Du hast ja die Hände gewaschen nach, das ist ja unglaublich. Da bin ich ja doch. Immer! So, ja, das finde ich aber. Das ist aber schon amtlich, Kollege. Das machen die Sims in der Regel der Fälle selten, bis gar nicht. Hm? Bitte? Sorry. Mhm. Da geht El Bandi wieder. So, Krüger macht jetzt Frühstück. Rührei. Ja, schöne Pampe. Rühre, Pampe, Pampe. Tradadada. So, Bunny, mein Schatz, du musst zur Arbeit. Denk dran, ne? 16 Minuten bis zur Arbeit. Ich hoffe, die kriegt das hin. Sie hat jetzt auch noch einen tierischen Hunger jetzt. Da ist irgendwer wieder, der mich am Verfolgen ist, ne? Aha. So. So, wen haben wir jetzt hier? Kann das nicht genau sein. Arikulas ist nun ein Spielkind. Wer ist Arikulas? Sei mir auf jeden Fall gegrüßt. Vielen Dank für dein Follow. Das ist eine gute, nette Sache. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz schauen. Bunny ist, glaube ich, am Verhungern. Ne? Pass mal auf, geht. Oh, der Krüger ist noch... Alter, ich hoffe, du fackelst jetzt nicht wieder die ganze Hütte hier ab. Aber das sieht gut aus. Ja, nun, letztes Mal war es... Profi in der Küche. Süße, du musst ja arbeiten. Pass mal auf, gehst arbeiten. Gehst arbeiten. Gehst arbeiten. Ja, sie geht arbeiten. Ja, schickes Outfit hat sie, ne? Okay, ich muss auf jeden Fall noch Logik und Charisma kriegen. Und das ist, du bist natürlich wieder am Fressen hier, Herr Krüger, ne? Karriere einschlagen, ne? Ah, du brauchst Spaß. Du brauchst auf jeden Fall Spaß, sonst kommst du schlecht drauf. Wie könnte ich dir denn mal Spaß in die Backen packen, Alter? Computer, ne? Computer? Ja. Ja, Computer. Oder mal wieder was reparieren oder so. Aktuell ist nichts kaputt. Wir können spielen. Was möchtest du gerne spielen? Wir können Big Block spielen, wir können Sportspaß spielen, wir können Sims Forever spielen. Oh, Sims Forever bitte. Okay, machen wir. Sims Forever. Da verarscht er mich, wo ich dabei stehe. Das spielst du doch. Das wirst du jetzt spielen bis zum Kotzen. Nein. Ja, das hast du jetzt nicht anders verdient. Aber erst bist du ja auch auf jeden Fall hier noch was am Fressen, ne? Mit deinen Rühreier, ne? Hat... Sieht aber lecker aus. Hätte ich jetzt auch gerne. Oh. Ja, ist auf jeden Fall, ne? Die Farben stimmen auf jeden Fall von der Hose, ne? Das ist auf jeden Fall gut. Aber du hättest sie gerne gestreift. Sollen wir mal gucken? Aber da müssen wir wieder ins Dings. Nee, lass die mal. Die ist gut. Ja? So langsam gewöhne ich mich dran. Das war der erste Schock. Wir können sie auch ändern, Kollege. Nein, die ist super. Ich wünschte, ich hätte privat auch so eine Hose. Ja, das ist das, was man Ironie nennt, liebe Leute. Ne? In Krüger, ne, das ist auf jeden Fall... er kauft sich jetzt so eine Hose. Könnt ihr einen drauf lassen, der kauft sich jetzt... Zwei. Wieso lässt du den Teller hier stehen, Alter? Das ist nicht... So, spielst du Sims Forever und zwar 13 Stunden durch. Oh, geil. Ja, ich glaube, es ist Sims 1. Ich hab schon einen dicken Arsch gekriegt, ne? So. Wer Wieso sagt man das denn keiner? Du hast einen dicken Arsch gekriegt? Mhm. Ich glaube, dicker geht nicht in dem Spiel. Mhm. Ja, Sims 1 ist gerade alles am Abfackeln. So, du hast auf jeden Fall jetzt die Levelfähigkeit 3, glaube ich, gemacht. Hauptsache zocken, sagt Flory. Ja, genau. Fernsehen schauen geht auch für Spaß. Yep. Machen wir. Aber wohl, da soll man ein bisschen. Soll ein alter Computerhacker werden, ne? Gute Krüger, insofern, ne? Er muss sich sein Hartz V ja dann doch teuer verdienen. Das geht ja nicht anders. Was ist denn mit dem Kid? Der hat jetzt aber hier genug gepennt. Pass mal auf. Mit dem können wir jetzt theoretisch mal essen. Muss er noch nicht. Okay, pass mal auf. Krüger, wir machen jetzt Folgendes. Wir schicken dich jetzt mal hier RTL schauen. Ne? Das ist auf jeden Fall, musst du bringen.
So, und das gute Kit wird jetzt nämlich hier nochmal einen Witz schreiben, damit er auch mal befördert wird. So, wo mache ich jetzt hier Schreiben? Schreiben, üben. Ne, ein Genrebuch? Wo kann ich einen Witz? Hier Witz schreiben, da habe ich es gesehen. Genau, muss er jetzt mal machen, ne? Das geht nicht anders, ne? Weil der muss ja auch mal befördert werden. Wir brauchen ja mehr Kohle, ne? Ich weiß aktuell nicht wofür, aber ja nun. So, Herr Krüger schaut RTL, ne? Kochsendung hier, ne? Kochen mit der Nanny oder wie ist das hier, ne? Cool. Kochen mit der Nanny. Genau, und die sucht noch einen Bauer. Genau, Bauer sucht Krüger. Aber das sieht echt aus wie die Golden Girls hier, diese Kochshow. Unglaublich. Kochen mit den Golden Girls. Yeah, 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 yeah. So, bis hier am Spiel, im Witz schreiben, Kollege. So, Spielkind, bla bla bla, Fähigkeit. Jetzt mal ganz kurz gucken. Gerade erst begonnen. Okay, das dauert anscheinend länger. Also diese Karrierenquatsch, also wie gesagt, ich weiß nicht. RTL ist zur Strafe, genau. Krüger muss RTL schauen, weil er wieder frech gewesen ist. Ich werde das nie wieder sein. Nein, das glaube ich dir nicht. Das kriegst du, kannst du gar nicht. Also kannst gar nicht ohne. Aha. Mhm. Was guckst du denn da jetzt wieder? Was ist das? Das ist so eine Gaming-Show, okay. Drück den Hotbuzzer, der Hotbuzzer schlägt gleich zu. Meinst du? Genau, genau. Ein anderes Wort für Stuhl. Ne, für Tisch. Stuhl. Tisch. Mandy, mach den Fernseher leiser. RTL zur Strafe, genau. So, soeben sind die Rechnungen. Ach du Scheiße, Rechnung. Pass mal auf, Krüger, du hast zwar keine Kohle, aber so eine süße Lady bringt dir die Rechnung. Das ist ja unglaublich. Kind, mit dir würden wir doch ganz andere Sachen machen. Du brauchst keine Rechnung bringen. Schatz, hör mal. Okay, sie bringt Rechnung. Ja, Krüger, ne? Das alter Hartz-Fünfler, ne? Wirst du jetzt auf jeden Fall hier mal die Rechnung bezahlen. 526 Steine, alter Verwalter. Das ist ja unglaublich. Für was? Ja, für Strom. Ich hab nichts bestellt. Doch, Strom und. Wie Strom? Ja, hier Fernsehen gucken, Computer zocken und Radio hören, das ist alles, das kostet. Hier Wasser, ne? Duschen und so, kochen. Hm? Sub, dub, Rechnung bezahlen. Das habe ich, glaube ich, fürs Kit gemacht. So, pass mal auf. Nee, der braucht das gar nicht machen. Hast du jetzt einen verkackten Witz endlich geschrieben, Kollege? Was kommt denn da für ein Oppi? Ist immer all der. So, Rechnung ist bezahlt. Was kommt denn da für ein Trampel? Geil, pass mal auf. Krüger, die machen wir jetzt mal klar. Hallo, Baby, lustig vorstellen. Ja, hau doch nicht ab, wir wollten uns gerade vorstellen. So richtig amtlich und so. Espinar! Aha. Boah, du Scheiße. Boah, sie traut dir aber gar nicht über den Weg, ey. Ich glaube, was ist das? Das lassen wir mal. So, pass mal auf. Okay. Live? Die sieht so aus, als würde ich mir gleich eine in die Fresse hauen. Ja, vielleicht macht es ja. Abgor, Yaflana! Leflana! Leflana, Bana, Bana! Aha. Galarga, Batanaba, Ant. Okay. Quohaven? Oh, Belino. Ja, aber sie ist wütend. Du hast sie irgendwas wütend gemacht. Wollte ich mit dir kloppen? Nee, ne? Du hast ja keine Frau, ne? Herr Krüger? Hallo? Sind wir noch da? Alter! Pass mal auf, Krüger, dann gehst du mal hier eine Runde. So, mal eine Runde Schach spielen. Was hältst du davon? Herr Krüger, sind wir noch da? Hallo? Ja, ich bin da. Ich hatte dich gerade nicht auf dem Schirm. So, pass mal auf. Dann wirst du jetzt eine Runde Schach spielen. Das gute Kid ist hier noch was am Witze schreiben, oder was? Eben, beben, beb. Dass man diesen Quatsch immer machen muss. Ne? So. Okay, das haben wir anscheinend voll abgeschlossen. Jetzt, oder Geigenfähigkeit. Aber Level 2 haben wir doch eigentlich. Level 2 der Comedy-Fähigkeit. Okay, sind wir 3? Gitarre sind wir 5? Was wollen die von uns? Okay, pass mal auf, dann hör mal auf hier. Kannst du mit dem Krüger noch ein bisschen Schach spielen? Flumdiwamdi, bitte sehr. Oh ja, viel besser als Sims Forever.
Ja, habe ich dich ja ein bisschen eher rausgelassen. Ich habe ein gutes Herz gelegentlich, ne? Der gute Falli möchte vorbeikommen. Klar, Alter, ne? Komm vorbei, sicher. Hängst bei uns ab, ey. Volli. Yeah, da ist er schon. Mal hereinbitten, ne? Dach Falli, ne, Alter, ne? Komm vorbei. Fanship, the Narble? Sure, Zan ahoy! Jetzt guck mal gleich auf den Krüger, Herr Krüger. Pass auf, jetzt gleich. Ja, so kennt man ihn, ne? Ist da voll was am Bescheißen dran, ey. Na, wie El Bande immer sagt, Beschiss ist es nur, wenn du erwischt wirst. Genau, das hat schon wieder, er hat das schon wieder gemacht. Alter, du bist ja voll am Ja. Schicken, ey, dafür. Ja, ich werde aber trotzdem verlieren wahrscheinlich. Weil ich irgendwann sage, hier Mau Mau und so ein Scheiß. Ach so, ja, das kann natürlich vorkommen, ne? Der Fall ist ja halt am Absteppen und der Krüger bescheißt hier das Spielchen ohne Ende. Was ja unglaublich ist, ja einfach unfassbar. Farsip, Mac? Mac. So, was ist denn in den Chat los? In die Chat, der Vampi hat einen Piraten geschickt. So, bla bla bla. Message deleted. Lenny, du hast irgendwas deleted, keine Ahnung. Mac Chase. Alter, jetzt bescheißt er hier das Spielchen und gewinnt. Das ist ja unglaublich. Und jetzt will er auch nicht mehr mit dir spielen. Ne? Leute, die man die bescheißt, mit denen spielt man nicht gerne. Hat er das gemerkt? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. So, aber Krüger, du kannst jetzt mal auf Kit deine Blase ist am explodieren. Geh da mal ganz kurz pinkeln. Am explodieren. Und den Krüger, wie sieht es bei dir jetzt hungertechnisch aus? Energie ist bei dir ziemlich platt. Ja, wie spät ist das hier? Viertel vor drei. Wie ich sage, genau, mach's mal ein Nickerchen. Das ist eine coole Sache. Falli, jetzt bitte nicht auf Klo gehen, da ist das Kit drauf und der Kit muss jetzt erstmal was fressen. Die, nee, die putzen, die waschen sich alle die Hände. Ist unglaublich. So, Gericht nehmen. Ja, das war man von den zwei, Sims 2 und Sims 3 nicht gewöhnt, dass die sich da dauernd die Hände am Waschen sehen. Ne? Oh, Volli, Alter, was geht? Alles gut hier? Du hast was essen? Komm hier, tu da was in den Schädel, Volli. Ne? Mach's dem Kit gleich, hol dir was, ne? Nimm's. Ist genug da für alle, ne? So, Falli ist verspielt. Okay. So, Krüger ist hier noch am Abpennen. So, weißt du, was mir noch eingefallen ist, Krüger? Ich habe heute gar keine, sag mal schnell. Schneller. Schnell. Ich habe heute gar keinen Eurotruck gebracht heute am Sonntag. Das, vielleicht sollten wir das noch eine Tour fahren, aber ist auch ein bisschen scheiße dann jetzt. Ne? Hey, wir machen die Sims ja erstmal durch. So lange wollen wir eh nicht machen. Ne? Wir haben jetzt 18.39 Uhr. Wir sind um 5 angefangen. Wollen wir bis 7 machen? Kriegen wir das hin? Okay, dann machen wir also noch 20 Minuten, Freunde. Ne? SK macht eines der Einzelbetten weg. Das Pärchen kann dann auch in einem Bett schlafen. Vampy Sims. Ja, Vampy ist richtig, aber das ist noch nicht wirklich ein Pärchen. Das, ne? Die gute Bunny wird sich dann noch ein bisschen verändern und auch der gute Krüger wird sich noch verändern. Das ist also noch nicht wirklich fest. Ne? Also müssen wir mal gucken. Wir wissen noch nicht genau, wie sich das weiterentwickelt. Oder wolltest du mit Bunny eine feste Beziehung, Herr Krüger? Ich habe für sowas überhaupt gar keine Zeit. Siehst du, ne, das ist nämlich das Tragische, ne? Dann weint das Bunny-Kind hinterher, wenn sie dauernd vernachlässigt wird von so einem Hartz-5-Bezieher, ne? Das ist. So, hier. Bunny hat heute 168 Pfeifen nach Hause gebracht. Bunny, das ist gut. Die schleppt sich auch. Boah, die hat gar keine Energie mehr. Die ist platt, die hat eine explodierende Blase und. Oh Gott. Okay, du musst, wenn du, bevor du pennen gehst, musst du Pipi machen, Kind, sonst. Boah, das war das denn so ein Scheißtag? Ja, Arbeit ist nicht gut, ne? Das ist leider so. Ne? So, genau, dann macht er eine Blase wieder voll. Essen können wir dann später noch. Boah, die ist feuerrot, ey, alter Verwalter. So, dann gehst du pennen. Oder machst erstmal ein Nickerchen, das reicht dann erstmal und dann werden wir nur was zu fressen im Schädel tun. So, Krüger ist dort am Abmunzeln, genau.
Der ist aber ganz gut soweit. Pass mal auf. Kit, du wirst jetzt mal ganz kurz hier das in den Kühlschrank packen. So, Krischi, willst du mal irgendwo hingehen? Ins Fitnessstudio oder irgendwo noch irgendwas? Oh, nee, ich hab doch da diese Kniegeschichte. Ach so, okay. Wir können auch in eine Kneipe gehen, gibt's ja auch. Ja, da geht der auch. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht. Gibt's denn sowas wie eine Kneipe da in deinem. Ja, gibt's, aber ich weiß Kaff. Nicht. Gibt's, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Beziehungsweise ich weiß nicht mehr genau, wie man in die Stadt kommt. Wempi, sag mir doch bitte nochmal, wie ich in die Stadt komme. Was muss ich da klicken? SK, mach dir keinen Kopf wegen dem Eurotruck. Kommt dann nächste Woche wieder. Genau. Wempi, wie komme ich nochmal in die Stadt? Wo muss ich hier hinklicken, dass ich in die Stadt komme? Unter Welten verwalten oder wo war das? Oder das ist, glaube ich, Film, Kamerasteuerung. Das ist Optionsmenü. Welche Pax-Erweiterung hast du von Sims hier? Ich habe nur das Originalspiel, Flurry. Ich habe nichts mehr. Am Telefon oder M? Was heißt M? Telefon, da kommen wir in die Stadt. Moment, ganz kurz mal gucken. Das war zumindest bei Sims 2. Wo habe ich denn? Haben wir ein Telefon, Krischi? Habe ich noch nie gesehen. Oder M. M steht für Map, aber wo komme ich denn in die Map? So, rauszoomen, bis die Lupe auftaucht. Okay. So, bis eine Lupe. Wo ist die Lupe? Lupe. Ah, da. Okay. Ne, da kann ich nur speichern und zur Welt verwalten gehen. Ne, Moment. Wo ist denn die Lupe? Ich sehe keine Lupe. Ach doch, da. Okay, jetzt habe ich sie gesehen. Bei manchen fällt der Groschen pfennigweise. Du kennst das, ne? So, pass mal auf. Also, Krische, wir haben anzubieten. Krawallhütte. Wir können. Hier ist eine Kneipe. Hier ist eine. Das ist Verbrennen und Pumpen. Das ist das Schlangennest, eine Bar. Wir haben eine Lounge oder wir haben ein Museum. Wonach wäre ihm denn zumute? Lounge nicht, da bin ich nicht passend gekleidet. Gehen wir zum Schlangennest in die Bar? Schlangennest klingt gut. Okay, dann gehen wir da hin. Dann reisen wir da mal hin. Bestätigen. So, wir nehmen Spielkit mit, ja? Bunny muss. Nein! Willst du alleine fahren? Okay, dann fahren wir. Voll der Langweiler. Okay, dann fahren wir alleine. So, die Lupe in der Mitte, genau. Ich habe sie gefunden, Flory. Danke dir. Man sieht, ich habe das Spiel echt so gut wie kaum gespielt. So, jetzt sind wir auf jeden Fall im Schlangennest. Okay. Krischi freut sich. Was kann man hier bestellen? Hier einen Scheiß bestellen? Was wollt ihr denn haben, Krischi? Was wollt ihr denn trinken? Pass mal auf, wir können. Erstmal stellen wir uns lustig vor. Ne? Hier ein Tag, hier ein Barkeeper, ne? Wir hätten gern was zu saufen. Oder Frau Barkeeperin, ist ja eine Frau. Wir hätten gern was zu saufen. Aber gemütlich hier, findest du nicht? Ja, wenig los. Da kommen Leute. So, mehr Auswahl, pass mal auf. Getränk bestellen. Pass mal auf, was nehmen wir? Also du kannst bestellen. Saft on the Rocks, Zuckerzunder, Orangeade mit Pfiff, Brenner, Vollmondsalzer, Rabatz, Rich Sport, Dim und Gusty, Feuerbrunst, salziges Lama. Was hätten wir denn gerne? Rabatz. Okay, bestellen wir einen Rabatz. Ist das L? Ne, der sieht fast so aus wie El Bandi, ist aber nicht. Ne, der ist jünger. So, gut, dann bestellen wir mal einen Rabatz hier für El Cruget, ne? So. Oh, die Kleine ist hier vorwärts am Mixen, die kann's ja richtig, ey. Hallo? So. Okay. Einmal Rabatz für den Cruget. Wir gucken uns das mal von der Seite an hier, ne? Ach, die Thekenseite, ne? Wo bleibt der Trink? Echt mal. Ey, wir haben den Trink bestellt hier. Wo ist unser Drink? Haben wir den Drink gekriegt oder hast du den Drink gesehen? Roboter-Invasion beschreiben. Nee. Wir wollen einen Drink. Getränk bestellen. Hier nochmal Rabatz. Wieso haben wir das nicht gekriegt? Steht das nicht davon? Stand da vorne, ja, oder nicht? Ist ja wieder weg, ist ja wieder verschwunden. Das versorgt der Kurier unser ganzes Geld. Das ist ja unglaublich, ey.
Team Kakambo. Kakambo? Wie die Kakambo? Hat das denn vielleicht im Inventar? Ganz kurz mal gucken. Inventar? Nee, da ist aber kein Drink drin. Okay, du wirst langsam müde, Crochet. Das ist nicht gut, aber nichts. Wovon? Ja, weiß ich nicht. Hartz 5, ne? Es ist ein hartes Leben. Nee? Wieso kriegen wir keinen Drink? Alle kriegen hier Drinks, nur wir nicht. Ich will sofort einen Drink, Toddy. Alter, alle kriegen hier Drinks außer Crochet. Was ist los? Was hast du verbrochen, Kleiner? Alter, das ist scheiße. Sollen wir jetzt nochmal was bestellen? Das ist doch wohl albern, oder? Also, zahlen wir jedes Mal Geld? Hab ich gar nicht gesehen. Muss man drauf achten. Weiß ich gar nicht. Komm, Trink bestellen. Und nehmen wir erstmal ein paar Chips hier, ne? Genau, Chips, Torte. Wenn du schon die Drinks nicht richtig hinkriegst. Genau, erstmal eine Packung Chips auf dem Tisch hier. Ja, super. Aha. Der Typ erzählt dir was von Unterhosen mit Herzchen drauf, ne? So. Deine Blase steht kurz vorm Exodus, das heißt, wir müssen. Gibt es hier eine Pipi-Aktion? Genau, was machen wir? Wie wir hier mal Pipi machen? Verwenden. Okay, da ist auch noch eine schöne. Kannst du auf Fernsehen gucken? So, die Chips haust du aber ganz gut in den Schädel, ne? Findest du gut, ne? Naja, hab Hunger. Auf Getränk warten. Du wartest immer noch. Was ist für eine scheiß Bar hier? Alter, wir warten schon 6 Stunden auf ein Getränk. Süße, sag mal, wie heißen wir denn hier wohl? Das ist ja unglaublich. Das ist ja der Crochet, was von Dinosauriern, ey. Glaub ich ja gerade gar nicht. Ja, das ist. Da sage ich dir gerade, weil ich das letzte Mal was bestellt habe. Achso, da war noch nichts. Da war noch Vorzeit, ne? Ja. So, Vampi schreibt, Sims 2 habe ich schon länger nicht gespielt. Aktuell spielst du auch nur Sims 4, die gute Vampi. Auch noch Sims 3. Sims 3 habe ich gar nicht mehr auf der Festplatte. Das heißt, müsste ich Render nochmal installieren, aber das hat bei meinem alten System so viel Ärger gegeben, keine Ahnung. Oh Gott, da ist eine Feuerwerbung. Aha. So, und dann gehen wir, glaube ich, mal wieder nach Hause, weil du bist ja doch energetisch schon ziemlich in die Melle, ne? In die Melle. Das Crochet ist in die Melle. Aber dass die Sims sich hier nach dem Klo die Hände waschen, finde ich aber schon echt amtlich. So, gehen wir nach Hause? So ist das richtig. Ja. So, bei Sims 2 kommt immer Nostalgie auf. Das war mein erster Sims-Teil. Ich spiele immer gern wieder Sims 4. Machen wir extrem Spaß, das Spiel. Im Momentan am meisten. Okay. Vampir mit Sims 1 angefangen, genau. Angefangen habe ich mit Sims 2, aber Sims 1 habe ich auch gezockt. So, wuppdiwappdi. So, Crochet geht nach Hause. So. Mit dem Mikrofon kannst du deine Comedy-Fähigkeit trainieren, um Gäste zum Lachen zu bringen, okay? Wolltest du ein bisschen trainieren, Alter? Ja. Okay. Mal schön nochmal ein am Mikro abrocken. Abrocken? Ja, 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 ja. Na gut. Der Falli ist immer noch am Absteppen, ey. Unglaublich. Ja, dann machst du nochmal Comedy-Auftritt üben, genau. Machst du mal hier ein bisschen den Hampelmann, ne? Den Hartz-5-Klon, ne? Sharky-Wana. So, wie cool. Simmer von der ersten Stunde. Sehr cool, genau. Sims habe ich alle gespielt. Crochet, du hast, glaube ich, nie Sims gespielt, ne? Nee. Ja. Wollte ich schon immer mal. Aber mein Rechner ist dafür. Ja, ja, ja. Nee, Sims ist nicht mein. Ist ja okay, ist ja voll okay. Also, jeder hat da so seine Vorlieben. Du bist aber hier energetisch am Ende, das heißt, du gehst erstmal pennen jetzt hier. Schalafen. Ich bin ja voll der Penner. Du schläfst im Stehen ein, Alter. Pass mal, ich muss dich vom Mikrofon wegeisen, sonst lässt er nicht locker. So, okay. Ist das Kit ist auf der Arbeit, okay. So, Crochet gibt was pennen. Bunny isst was. Ja, Süße, geht's jetzt wieder besser? Ja, so, alles auf grün hier, ist ja super. Der Falli ist dann aber am Abtanzen. Mhm. Da läuft El Bandi!
Al, warum kommst du nicht vorbei, Kollege? Al Bundy. Wir feiern mit Al Bundy. Dum, 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 dum. So, Flowery sagt, Sims 1 hat sie nur bei Freunden mal ausprobiert. Cruget, du brauchst dich nicht rechtfertigen, warum du kein Spiel Sims spielst. Jeder, genau, jeder sein Lieblingsspieler, richtig. Ne? Das ist alles im grünen Bereich. Ne? Du bist halt ein alter WoW-Mann, ne? Mhm. Mhm. So, der Falli ist ja den ganzen Tag am Absteppen. Alter, geht's dir gut? Ja, jetzt wo ich komme, hörst du auf. Dann bist du noch ein bisschen am Wippen und dann... Ja, das ist unglaublich. So, er ist auf jeden Fall verspielt. Bunny, was mit dir? Was machst du? Oh, du gehst freiwillig Schach spielen. Das glaube ich jetzt gerade gar nicht. Das Kind geht freiwillig Schach spielen. Was sagst du jetzt? Aber hier der Heini, der alleine rumtanzt, der hat es aber auch nicht mehr alle, ne? Der Falli, das ist der Falli. Ist halt ein YouTuber, ne? Genau wie ich. Ne? Du bist am Pennen und das Kind ist echt hier was am Schach zocken. Das glaube ich ja nicht, ey. WoW, World of Warcraft. Warcraft, genau. Missy Deluxe. Ja, das genau. Ist wohl wahr. Das ist, Cruget hat auch hier einen Streaming-Kanal. Das streamt er gelegentlich auch WoW. Stimmt's, Herr Cruget? Aber ganz, 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 ganz selten. Aber ganz, 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 weiß nicht, müsst mal gucken auf meine Leute, denen ich folge, wenn ihr das sehen könnt. Da ist auch, wie heißt dein Kanal, Cruget? Missy Deluxe. Missy Deluxe, genau. Missy Deluxe, ne, der, ne, ihr seht's ja da, ne, wenn er was eingibt, der hat auch einen eigenen Streaming-Kanal. Wenn ihr WoW mögt, dann da auf jeden Fall gerne mal ein Follow da lassen, ne? Stimmt's? Ja, aber wie gesagt, das ist sehr, sehr selten, dass ich da mal anmache. Also muss schon ein Montag auf den Mittwoch fallen. Ach so, das kommt sehr selten vor. Ich habe auch gerade beschissen, habe ich gerade gesehen. Die sind ja alle was beim Schach am Bescheißen, ey. Aber immer nur dich, ne? Nee, du bescheißt. Ich habe diesmal beschissen. Was ist dir denn los? Und dann noch... Weiß ich auch nicht, ey. Unglaublich. Naja. So. Dann packen wir die jetzt noch alle gut ins Bett und dann werden wir den Stream auch mal so langsam ausklingen lassen. Dann haben wir 2 Stunden gemacht, das ist ja schon eine ganz gute Sache, stimmt's? Das ist richtig. Und nächstes Mal werden wir dann auf jeden Fall den Bundy-Haushalt mal spielen. Ne? Cruget, du bist natürlich gerne eingeladen, das wieder mitzumachen, aber muss nicht. Ibi. Ist kein Zwang. Nee, ich bin... Da freue ich mich. Da freust du dich, das habe ich mir gedacht. So. Oh, oh, oh. So, der Spielkind ist am Duschen, der Bunny ist am Schachspielen, das ist unglaublich. Jetzt sind wir ganz. Was ist das? So, Logikfähigkeit 2. Was haben wir da? Haben wir 2, okay. Was müssen wir noch? Moment. Da war noch was. Ach ja, Charisma-Fähigkeit erreichen. Gut. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. So, das Kit ist noch dabei, ne? Okay, der Falli steht auf das Spielkit, das ist cool, das ist eine gute alte Freundin, der ist auch verspielt, der gute Falli. Na, jetzt stehen sie dumm rum, pass mal auf, Kit, du wirst mal ganz kurz hier aufwischen. Ne? Heißt der mit richtigen Namen Falli Fallus? Nein, der heißt Fallapfel als mit richtigen Namen. Ah. Fallapfel. Und er geht sogar mit aufs Badezimmer, ne? Ja, es ist ein anhänglicher, guter Freund. Ne, so, pass mal auf. Flowery, so, Freundchen-Interaktionen braucht Bunny immer. Zwei Männer gehen auf, verstehe. Genau. Okay. Zwei Männer gehen allein aufs Klo, das ist nun einmal so. Und jetzt kommt Bunny noch dazu. Wir haben ja 2016, ne, ist ja alles möglich. Kommt Bunny noch dazu, da machen wir den Schuh. Okay, Bunny, Baby, geht duschen. Okay. Hörst du, pass mal auf, Kit, du bist aber auch schon platt. Geh mal pennen. So, pass mal auf, hier schlafen. Genau. Genau. Sie singt schön unter der Dusche, ne? Bunny, wie sieht's bei dir energetisch aus? Die ist aber eigentlich jetzt mehr oder weniger fit, ne? Babosa, Babosa. So, meine Leute, ne? Freundliche Interaktion braucht Bunny immer noch. Okay, das kriegen wir dann auch auf jeden Fall hin, Vampy. Geht der jetzt mit dir ins Bett? Nee. Nein. Pass mal auf, WoW gespielt, die erste Generation, wo auf PC rauskam. Nie online gezockt, schreibt Vampy gerade. WoW. Ja, schon ganz lange her. 2.5, 2.6, ja. Okay. Süße, wenn du jetzt hier geduscht hast.
Dann wirst du dann nochmal mit dem Teller aufräumen, den der Krüger stehen gelassen hat. Mir ist das auch mal... Habe ich einmal was stehen gelassen? Ja, muss ich mir das tagelang anhören. Wie habe ich nie gespielt, schreibt Flory. Aber es macht sicher Spaß, wenn es nichts kosten würde. Wimpy von Sims 2 habe ich auch alle Packs von Sims 3. Nur ein paar Erweiterungen bei Sims 4. Nicht alle Accessoires. Ja, Sims 2 habe ich auch alle. Da gab es ja irgendwann die Möglichkeit, das da kostenlos zu loaden. Ne? Auf dem EA-Server, die haben irgendwann tollen Sims-Fan das angeboten. Dann konnte man sich die Ultimate Collection auf Lau runterladen. Das habe ich damals gemacht. So. Okay, pass mal auf. Du gehst jetzt auch pennen. So, schlafen. Aha. So, sind Sie alle fleißig was am Abpennen? Das ist eine gute Sache. Herr Kruger, gut's Nächtle. Ja. Gute Nacht. So. Schlafen Sie gut? Ja, wir schlafen gut, wir schlafen gut, wir schlafen, weil du bist der Erste, der wach wird. Und wie der ganze Quatsch hier weitergeht, ne? Das gucken wir uns dann auch auf jeden Fall in der im nächsten Stream oder so an. Ne? Vielleicht werden wir die Bundys spielen, ich weiß es noch nicht ganz genau. Müssen wir einfach mal schauen. Ich sag jetzt erstmal, Herr Kruger, vielen, vielen Dank für die Co-Moderation. Ich danke auch. Es war wie immer sehr lustig mit dir. Ich zeig dich nochmal hier, du bist ja der Erste, der wach ist, ne? So sieht der aus, der Mann, ne? Und ja, Herr Kruger, vielen, vielen Dank. Ja. Und ein vielen, vielen großes, herzliches Dankeschön an die Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt nochmal... Und an die Follower. An die Follower, genau, die neuen Follower. Seid mir herzlich gegrüßt und willkommen. Ne? Das ist immer schön, dass ihr da seid. Und ja, dann würde ich sagen, ne? Wir sind jetzt ja, knapp 2 Stunden dabei. Und komm mal ins Skype und schreib Vampy. Heute nicht mehr, Vampy. Ich schaffe das heute nicht mehr. Ich habe jetzt einiges noch vor und wir kriegen das aber irgendwann hin. So, liebe Leute. Ne? Kruger, vielen Dank. Liebe Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und schönen Sonntag. In diesem Sinne, ab in die Rinne, wünsche ich euch auch, macht es gut. Und einen tollen, guten Start in die neue Woche. Ciao, ciao, euer Spielkind. 95.